Hallo und herzlich willkommen zur achten Linked-Veranstaltung und damit auch vorerst der letzten Veranstaltung. Wir haben im März letzten Jahres begonnen, uns jeweils alle 2 Monate anzuschauen, was KI als Werkzeug in den einzelnen Kultursparten aktuell schon leistet oder vielleicht auch in Zukunft noch leisten kann. Diese Veranstaltungsreihe ist eingebettet in das Förderprogramm der Stiftung Niedersachsen, LINK, KI und Kultur. Und in diesem Förderprogramm wollen wir untersuchen, welche Möglichkeiten des Einsatzes von künstlicher Intelligenz und allen darunter zu verstehenden Anwendungen es im Kulturbereich aktuell gibt und welche vielleicht auch in Zukunft Sinn machen. Wir wollen ganz bewusst den Raum des aktuell Möglichen erweitern und zu Experimenten auffordern. Und diese Veranstaltungsreihe habe ich vor einem Jahr mit Sonja Thiel begonnen. Sonja Thiel vom Museum X am Badischen Landesmuseum. Und es hat sich so wunderbar ergeben, dass wir diese Reihe auch gemeinsam beenden. Sonja, möchtest du auch begrüßen? Sehr gerne. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich total, dass wir heute diese Veranstaltung gemeinsam bestreiten. Die Frage nach ethischen Guidelines und Rahmenbedingungen in KI-Vorhaben stellt sich meiner Meinung nach sehr dringend, einerseits um mehr Handlungssicherheit und Entscheidungssicherheit zu entwickeln, andererseits auch um Risiken und Chancen realistischer abschätzen zu können. Deswegen fanden wir es eine sehr gute Idee, die Reihe jetzt mit dem Thema Datenethik und künstliche Intelligenz zu beenden. Und genau, ich hoffe sehr, dass wir damit unsere Reflexionskompetenz und den Handlungsrahmen auch erweitern und klarer machen. Das Thema kam immer wieder auf in den Diskussionen, auch im Rahmen des Netzwerks Künstliche Intelligenz und Museen, das im vergangenen Jahr bei der Auftaktveranstaltung geöffnet wurde für den deutschsprachigen Raum. Im mittlerweile übersetzten und erweiterten Toolkit zu KI und Museen gibt es ein erstes Framework, welche ethischen Fragen bei der Entwicklung von KI-Anwendungen zu beachten sind. Und außerdem wurde im vergangenen Jahr die Diskussion fortgesetzt beim Forum für eine Kulturpolitik der Digitalität, bei dem wir in einer Breakout-Session zu KI und Ethik danach gefragt haben, wie eigentlich eine KI-Ethik für den Kulturbereich aussehen könnte oder sollte. Und die Statements kann ich hier vielleicht zum Anfang einmal ganz kurz teilen. Und vielleicht kommen wir später in der Diskussion heute nochmal darauf zurück. Na, Sie müssten jetzt meinen Bildschirm sehen. Also die Ergebnisse des Forums für eine Kulturpolitik der Digitalität letzten Mai, schon ein Jahr her, waren aus einer sehr, sehr kleinen Breakout-Session, aber vielleicht als Diskussionsanschluss heute interessant. Wir wollen eine KI, die Reflexion und Forschung befördert, transparent und nachvollziehbar ist, Arbeit erleichtert und Prozesse verbessert, Zugänglichkeit für KulturnutzerInnen erhöht und Nachnutzbarkeit für KI-Anwendungen erhöht. Also sehr stark Mensch- und NutzerInnen zentriert, sowohl nach innen gerichtet in die Institutionen als auch nach außen für externe Nutzerinnen. Vielleicht mal so viel zum Anfang dieser Session und jetzt freue ich mich sehr auf die Beiträge und auf die Diskussionen zwischendurch und gehe wieder zurück an Tabea, die was zum Ablauf sagt. Vielen Dank, Sonja. Es ist immer eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, wir haben heute ein knackiges Programm zusammengestellt und das ist inspiriert einmal von der Recherche, die ich vor ein paar Monaten vor allem über Twitter gemacht habe, natürlich auch so allgemeine Recherchen im Internet, aber es war total interessant, über Twitter mal die Frage zu stellen, was sind eigentlich aktuelle Aspekte von KI und Datenethik, die auf großes Interesse stoßen oder die gerade viel diskutiert werden und eine ganz große Rolle spielt, und das werden wir in den Beiträgen heute auch sehen, natürlich in allererster Linie der Datenschutz und solche Aspekte. Und ein Vorschlag, der in dieser Twitter-Diskussion an mich herangetreten wurde, war der Hinweis auf die Gruppe Laocoön.
und ihr Projekt Made to Measure. Und als ich mir das angeguckt habe, dachte ich, ich kann es ja nicht glauben, wie großartig ist das denn, sich über so lange Zeit mit diesem Thema so intensiv zu befassen und dann so eine fantastische Arbeit daraus zu entwickeln. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt und deswegen habe ich direkt die Gruppe kontaktiert und bin ganz begeistert, dass ich Cosima dich heute gewinnen konnte, obwohl ihr gerade mitten in Proben steckt und unheimlich viel um die Ohren habt und soweit ich das sehen kann, auch ausgesprochen gefragt seid, dass ihr heute trotzdem durch dich dabei seid und einmal von eurer Arbeit berichtet. Und jetzt bist du dran. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die sehr freundliche Einladung und schönen Worte. Ich freue mich sehr, es präsentieren zu können. Genau, wir sind gerade mitten in Proben für ein Projekt im Burgtheater und ich muss zugeben, ich habe sogar mein Akkuladegerät auf der Probebühne vergessen. Ich habe aber 80%, aber falls ich auf einmal weg bin, es sollte eigentlich sich ausgehen, dann wissen wir warum. Aber ich hoffe, es passt alles. Genau, es hat mich auch gerade sehr inspiriert, diese Post-its zu sehen. Genau, unsere Arbeit Made to Measure, also wir, die Gruppe Laocoon, sind Theaterschaffende, Künstlerinnen, machen Bücher, Essays, Dokumentarfilme. Und als wir Made to Measure angefangen haben vor 3 Jahren, haben wir uns eigentlich diese Frage gestellt, die gerade auch auf diesem Poster zu sehen war, nämlich, was passiert denn eigentlich mit unseren Daten? Und warum ist das so untransparent? Und warum ist das so sperrig? Und gibt es für uns irgendeine Möglichkeit, ein Experiment zu entwerfen oder sogar durch Kunst quasi diese Erfahrung von Daten andauernd beobachtet zu werden und von Algorithmen dauernd erfasst zu werden, spürbar zu machen und zu durchleuchten? Und nicht nur es spürbar zu machen, aber auch greifbar zu machen und für uns verständlich zu machen, was heißt das? Was sind denn die Konsequenzen? Weil die meisten Leute wissen ja, okay, im Internet werde ich beobachtet, okay, künstliche Intelligenz, Intelligenz kann durch Algorithmen meine Muster sehen und aufnehmen. Aber was heißt das? Hat das Konsequenzen? Die meisten Menschen sagen, na gut, ich habe ja nichts zu verstecken und ich brauche mich jetzt nicht schützen und ich brauche nicht Schutz verlangen, weil ich mache nichts. Und diese Frage fanden wir super spannend, weil wir eigentlich gar nicht so selber wussten, was ist denn, was wir selber verstecken wollen würden. Warum würden wir unsere Daten nicht hergeben? Und dann sollten wir doch mal versuchen, ein Experiment zu entwerfen und schauen, was ist denn in diesen Daten zu finden. Ich starte mal meine Präsentation. Präsentation vorführen. Ich hoffe, Sie sehen es gerade gut. Genau. Und hier einen kleinen Einblick in den Trailer des Experiments. Oh. Genau. Das war doch nicht der Trailer. Ich habe, glaube ich, eine übersprungen. Tut mir leid. Cosima, wir sehen die Präsentation noch nicht. Ah, gut. Ah oui. Sorry, ich habe tatsächlich vergessen, freizugeben. Ist ja toll. Aber es war eher ein Failed Start. Danke für den Hinweis. So, jetzt aber. Genau. Also, hier der Trailer. Wenn er abspielen will. Tut mir leid, irgendwie. Hört sie mich noch? Ja, oder? Ja. Ja, ah ja, sorry. Ich habe... Ja, anscheinend kann ich den Präsentationsmodus nicht komplett aufmachen, ansonsten gehen die Videos nicht. Es tut mir leid, ich hoffe, es war trotzdem gut genug. Genau. Wir leben in einer Welt, wo überall immer die Rede ist, dass Algorithmen komplett in der Lage sind, uns zu erkennen. Und Studien von der Cambridge Analytica behaupten, man kann durch ein paar Klicks uns besser durchleuchten, als unsere Freunde und Mitarbeiter uns kennen würden. Aber was steckt denn hinter dieser Aussage? Was bedeutet das, jemanden zu kennen? Und was können denn Daten wirklich über uns erfassen? Mit dieser Frage haben wir uns beschäftigt. Und hier sind diese ganzen Headlines, die überall immer in den Nachrichten aufkommen. Quasi, Daten wissen alles über uns. Unser Experiment hat sich damit befasst, Hunderte von Leuten aufzurufen, uns ihre Daten zu schicken. Dann dem Artikel 20 vom Grunddatenschutzgesetz ist es ja natürlich jetzt möglich, für Europäer ihre Daten zu verlangen von Unternehmen.
Jedes großes Unternehmen oder eigentlich jedes Unternehmen überhaupt, das Daten über uns enthält, muss sie rausgeben, wenn wir sie anfragen. Und Google macht das über das Google Takeout. Sie behaupten, dass da alle Daten drinnen sind. So stimmt es nicht ganz. Da sind eigentlich nur die Daten drinnen, die unter unseren Namen gespeichert sind. Das heißt, wenn wir bei Google eingeloggt sind. Warum haben wir Google-Daten verlangt? Wir waren interessiert an Google-Daten, weil Facebook-Daten, Instagram-Daten sagen was ganz anderes über uns. Man nennt es Identity Claims. Es sind im Grunde die Sachen, die wir gerne in die Welt herausstellen würden. Das sind die Fotos, die wir posten von unseren Ferien. Das sind die Fotos, die wir posten von Essen, das wir essen, was wir finden, das gut aussieht und Teil, das wir teilen wollen, das Bild, was wir von uns geben wollen. Google-Daten haben einen ganz anderen Touch. Sie erzählen oft Sachen, die wir nicht wirklich über uns wissen und die noch dazu total intim sind. Das ist der Moment, wo man glaubt, auf einmal mitten in der Nacht, dass man vielleicht ein Muttermal hat, der irgendwie Anzeichen geben könnte auf eine schlimmere Krankheit und man wild anfängt rumzugoogeln, weil man sicher gehen will, dass man nichts hat. Und diese Intimität, die wir haben mit Google und wo wir uns so unbeobachtet fühlen, die ist natürlich von Daten her unglaublich interessant, weil sie unkuratiert ist. Deshalb haben wir in unserem Aufruf Leute gebeten, uns ihre Google-Daten zu geben. Hier, weiterer Slide. Das sind die Hunderte von Google-Daten, die wir bekommen haben, innerhalb von einem Monat. Und den einen Datensatz, den wir ausgesucht haben, ist Datensatz 25. Wir haben uns eben ausgesucht, nur die Google-Daten zu verlangen, aber wir hätten auch Netflix-Daten anziehen können, YouTube-Daten, also YouTube-Daten sind drinnen, weil es Google-Daten sind, aber Amazon-Daten und. Und wenn man diese Daten kombiniert, hätten wir eigentlich ein Full-Package gehabt über alles, was man über Menschen verstehen kann. Aber das machen ihr Unternehmen nicht. Normalerweise teilen sie nicht Daten. Google behält alle Daten für sich selbst, die er sammelt. Und Amazon behält alle seine Amazon-Daten für sich, weil es natürlich ein riesiger Schatz ist für ihr Unternehmen. Und so wollten wir auch agieren und wollten Daten quasi nicht mischen. I am data set 25. This is what I could look like. This is how I could laugh. How I could speak. I don't know what to say right now. Will we be alike? I wonder about my name. How close will I be to the original? A collection of data, and me as its embodiment, the double. What made me become who I am today? Do I even want to know everything about myself? I think I don't want to know. I will become the double thanks to more than 100,000 pieces of data and hundreds of correlations and connections. But can you really reconstruct a human life based solely on Google data? We examined every little detail of my data set in order to reconstruct my life. We reconstructed all of that, piece by piece, on a stage. We reconstructed places where I might have stayed. Reenacted daily routines as they might have happened. Revived past relationships that I might have been in. We turned my life into a film. Turned your life into a film. And your data was the script. You don't know any of that yet. Genau, unser nächster Step, wie wir in diesem Video sehen, war Nathalie Köbli zu casten. Also wir hatten Datensatz 25 und wir hatten herausgefunden in dem Datensatz, dass die Person hinter den Daten auf jeden Fall eine junge Frau war, ungefähr 27, also sind ja 5 Jahre Datensatz, also geboren an einem bestimmten Jahr. Das wollen wir gerade gar nicht mal freigeben, dass die echte Person, dass ihr Jahres, wann sie geboren ist, nicht freigegeben wird.
ungefähr 28, ungefähr 1,70, ungefähr so und so viel Kilo mit blauen Augen und blonden Haaren. Das war eigentlich gar nicht so schwierig herauszufinden, was uns erstaunt hat, weil wir gemerkt haben, wie oft wir unsere Suchen assoziieren mit Aussehensmerkmalen, wie zum Beispiel blondes Shampoo kaufen und Kleidung für blonde Haare oder Schminke für blaue Augen oder blöde Tests wie, was sagen blaue Augen über Persönlichkeit? Also all diese ganz kleinen Anzeichen von, wie man vielleicht aussehen würde, waren eigentlich extrem einfach zu finden im Datensatz. Und so kamen wir auf Nathalie Köbli. Wir wussten, Datensatz 25 ist eine Österreicherin und haben diese österreichische Schauspielerin gecastet, die auch eigentlich da war, um diese Daten zu überprüfen. Natürlich ist das nicht genug. Wenn wir sagen, wir wollen jemanden rekreieren und wir wollen was über jemanden herausfinden, nur zu wissen, dass sie eine Frau ist und dass sie blond ist, sagt uns ja absolut nichts über die Person. Es ist komplett leer von Inhalt. Deshalb gab es ja noch zwei andere wesentliche Punkte, die wir füllen mussten. Einer ist die Biografie. Also, wer bin ich? Wo bin ich geboren? Was macht mich aus? Was arbeite ich? Wie definiere ich mich? Was sind meine Hobbys? Wer sind meine Freunde? Und in dieser Frage von der Biografie, wie erzähle ich mich? Also nicht, wie würde ich erzählt werden, wenn jemand mich fremd erzählt, aber die Herausforderung mit der Schauspielerin war, wie nehme ich mich selber wahr? Wer glaube ich denn, wer ich bin? Wie würde ich denn über meine 5 letzten Jahre meines Lebens reden? Und weil ihr euch so viel auseinandersetzt mit künstlicher Intelligenz, datenanalytisch war das unglaublich interessant, weil eine Biografie mit Google-Suchen und YouTube-Suchen herauszufinden, war überhaupt nicht so schwierig. Der erste Step war im Grunde, die Daten zu kategorisieren. Und man konnte dann die Kategorien vergleichen und jedes Mal, wenn es eine Bewegung gab in den Kategorien, sich fragen, ist das ein Ereignis? Und dieses Ereignis versuchen zu analysieren. Um da ein einfaches Beispiel zu geben, unsere Teilnehmerin ist umgezogen am Anfang des Datensatzes, also am Anfang der 5 Jahre nach England. Und wie haben wir das herausgefunden? Nicht nur durch Verortung, sondern auch, weil die Kategorie die Suche für neue Informationen ist hochgeschossen. Sie wollte wissen Öffnungszeiten, sie wollte Pläne sehen, sie wollte Restaurants kennenlernen, sie wollte Guides haben, sie wollte Maps viel öfter aufmachen als sonst. Und diese Gierde auf neue Informationen hat uns einfach mal überhaupt gezeigt, da ist was passiert. Und dann gab es natürlich diesen ganzen Datenschatz, diese ganzen Worte wie Umzug, Wohnungssuche, Supla, Möbel kaufen, bam, bam, bam. Und da war für uns ganz leicht zu lesen, es gibt einen Umzug. Die zweite Frage war natürlich, aber ein Umzug wohin und warum? Wohin war auch wieder sehr, sehr leicht, einfach geografische Merkmale, die bei den Suchen drin waren. Und warum war auch leicht, weil die zweite Kategorie, die in die Höhe geschossen ist, ist Arbeit. Und diese neue Arbeit hat im Grunde all ihre Suchen eingenommen. Und so konnten wir wissen, sie ist für einen Job nach England gezogen. Und so sind wir im Grunde vorgegangen, was die Analyse geht von diesen Daten, diese Hunderttausende von Daten, die am Anfang so unscheinbar und undurchsichtig wirken und die sich aber herausgepuppt haben, voller Informationen und Details. Das Zweite, was natürlich unglaublich wichtig war, ist ihre Persönlichkeit herauszufinden. Wie ist sie? Wie reagiert sie? Wie geht sie in die Welt? Was ist ihr Humor? Wie würde sie sich ausdrücken? Kann man das auch in Daten lesen? Und da sind wir ganz schnell drauf gekommen, dass es tausende von Studien gibt und das haben unsere Interviewpartner, die auch zu sehen sind im Experiment, im Dokumentar, sowohl als auch auf der Website, die uns erklärt haben, wie man das überhaupt machen könnte, statistisch gesehen. Also normalerweise macht das ja ein Wissenschaftler nicht für eine Person, weil das keinen Sinn macht. Das sind alles keinen Sinn macht für einen Wissenschaftler, das macht Sinn für einen Künstler, weil man natürlich dieses Experiment versuchen kann, weil ein Wissenschaftler versucht ja eigentlich statistisch herauszufinden, was er über große Populationen nachvollziehen kann durch solche Daten. Und zum Beispiel jetzt, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, unser Geschmack in Kleidung. Es gibt Studien, Marktforschungsstudien, die sagen, wenn man diese Marken mag, hat man wahrscheinlich eine Persönlichkeitsstruktur, die so oder so ist. Und wenn man das alles kombiniert anhand von allen Geschmäckern, von was konsumiere ich für Informationen, was schaue ich für Filme,
was benutze ich für Wörter, wenn ich was suche, was kaufe ich für Marken, was sind meine größten Interessen, was sind meine Hobbys. Und diese ganzen Persönlichkeitsmerkmale kombiniert, da kommt man eigentlich auf ein Muster, das ziemlich präzise ist. Und von diesem Persönlichkeitsmuster kann man dann wieder sagen, okay, wenn man dieses Persönlichkeitsmuster hat, was hat man denn für einen Humor? Was findet man lustig? Wie würde man sich ausdrücken? Was sind denn die Werte, die man hat? Was sind für einen die wichtigsten Sachen? Und so haben wir uns im Grunde vorangetastet. Hallo. Hallo. Das war dieser unglaublich krasse Moment, wo unsere Teilnehmerin Lisa, die ihre Daten gegeben hat, für das erste Mal gegenüber von Nathalie, ihr Double, in unserem Experiment saß. Nachdem wir einen Pakt 10 Schlüsselmomente von der Biografie von Lisa nachgefilmt haben, haben wir sie eingeladen durch eine Instagram-Werbung. Wir haben sie angeschrieben auf Instagram und wir haben sie gebeten, wir haben eine Werbung geschaltet, die wir so präzise geschaltet haben, dass wir wussten, die einzige Person, die betroffen sein wird von dieser Werbung, ist Lisa. Man kann nämlich auf Facebook und Instagram, das sind verbundene Werbekanäle, so feingliedrig alles einstellen, dass dann Facebook einen warnt, aufpassen. Sie sind gerade so feingliedrig, das betrifft nur noch ganz, ganz wenige Menschen, wenn sie diese Werbung schaltet, nämlich der Umkreis, in dem sie gelebt hat, ihre Hobbys, ihre Interessen und all diese Sachen. Und in dieser Werbung war zu sehen, kleine Mini-Extrakte von dem Leben von Lisa, was wir gefilmt hatten, oder vermeintlich, was wir dachten, was ihr Leben ist, und der Satz, wenn du dich erkennst, melde dich unter dieser Nummer. Ganz lange hat sich Lisa nicht gemeldet und wir, oh nein, es hat missglückt, wir haben uns komplett geirrt, vielleicht lagen wir falsch. Und jetzt wird sie nicht auftauchen bei unserem Interview. Aber es war ganz anders. Sie hat sich erkannt, aber sie war auf einmal so schockiert von der Realität dieses Experiments, dass sie sich nicht sofort gemeldet hat. Auf diese Einladung hat sie dann reagiert. Sie kam und hat dann ihrem Double zugehört, wie sie in der Ich-Form von ihrem Leben erzählt hat. Also erzählt hat, was sie ausmacht und was ihre Geschichte ist. Hier noch ein kleines Extrakt. Searched weight loss. Searched for Love Yourself lyrics Justin Bieber. Searched intermittent fasting. Searched therapist for internal crisis. The hopeful walk to the scales, checking whether I had lost weight or not. The relief when I had lost weight. And the disappointment when the number remained the same. My God. I know it's a taboo topic. Very few people talk about it. But I'm here, wondering if my data would reveal it. I don't think I've ever Googled the term eating disorder. For a long time, I wasn't able to voice it. Not even to myself. Maybe part of the reason I'm here is to confront a side of myself. Genau, wir haben extrem intime Sachen gefunden in dem Datensatz von Lisa und mit ihrer Erlaubnis dann auch gelassen in der Version, die jetzt online zu sehen ist und im Dokumentar zu sehen ist. Nämlich Lisa hatte eine Essstörung in diesen 5 Jahren, die in den Datensatz zu erkennen war. Und zu erkennen war auf eine Art und Weise, die uns schockiert hat, nämlich bevor sie selber sie wahrnehmen konnten, konnte man in ihrem Datensatz schon den Anzeichen finden von der Krankheit. Und
Apropos diese Post-its, die vorhin auf Miro zu sehen waren, mit dem Gedanken von, eigentlich könnte man mit diesen Daten auch Forschung betreiben und auch das für die das Allgemeinwohl nutzen. Eine der unserer Interviewpartnerin, Kristin Osterherr von der University of Texas, die sich über Humanities und Krankheiten und das Digitale auseinandersetzt, die sagt, dass es unglaublich schwierig ist, einen Zugang zu kriegen zu solchen Datensätzen, die eigentlich aber auch uns vielleicht was erzählen könnten über die Menschheit und wie wir ticken und um Forschung voranzutreiben. Weil das, was uns eben so interessiert hat und gleichzeitig so traurig gemacht hat, ist, wie eindeutig es war zu sehen, welche Muster einerseits von Krankheit hochkamen und gleichzeitig von Versuch, eine Lösung zu finden. Nämlich zum Beispiel bei unserer Teilnehmerin das Bedürfnis dann, sich auseinanderzusetzen mit esoterischen Themen. Und diese Kombination von Themen war sehr stark zu erkennen. Und das ist natürlich für einen Algorithmus, der interessiert ist an Werbung produzieren und diese Person zu befeuern mit Werbung, auch unglaublich leicht zu erkennen. Und das war dann auch das Leben von unserer Teilnehmerin. Sie hatte eine Essstörung und was hat sie bekommen? Werbung, um abzunehmen. Werbung für Fitnessprodukte, Werbung für Esoterik und überhaupt kein Auseinandersetzen mit, was vielleicht hinter diesem Problem sein könnte. Wir haben alle drei natürlich extrem viel recherchiert für dieses Projekt und als wir Daten gefunden haben. Und das hat mich unglaublich schockiert, wie schnell ich selber solche Werbung dann erhalten habe. Ich habe hier im Grunde ihre Muster kopiert, um herauszufinden, was bedeuten diese Muster und was findet sie, wenn sie diese Sachen googelt. Und ein paar Wochen später hatte ich nur noch Werbungen, um abzunehmen und für irgendwelche Proteinpulver und Produkte. Das war uns sehr wichtig, das zu erzählen, weil oft glauben Leute, okay, was Algorithmen erkennen können, ist, ich habe gerade Tupperwares gegoogelt und ich will vielleicht jetzt ein Tupperware kaufen und mache mir weiter Werbung für Tupperwares. Und natürlich kann man denen widerstehen. Aber was wir herausgefunden haben beim Experiment ist, sie können auch Muster nachvollziehen, die uns passieren, bevor wir sie merken und uns dann befeuern mit Beeinflussungen, die wir natürlich nicht wahrnehmen können, weil wir unser Muster nicht kennen. Und das ist da, wo es dann für uns im Grunde diese erste Frage, die wir hatten über was ist denn wirklich gefährlich oder was haben wir wirklich zu verstecken, sich dann auch beantwortet hat. Nämlich das ist es. Wir haben das zu verstecken, was wir auch nicht über uns wissen. Und das geben wir ja dann auch preis, ohne es zu wissen und ohne davon irgendein Bewusstsein dafür zu haben. Und als wir diese 100 Datensätze ganz am Anfang ausgesucht haben, dazu auch gesagt, in jedem der Datensätze waren sensible Sachen. Und sobald ich dann die Datensätze von den anderen gesehen habe, ist mir eingefallen, was alles sensibel bei mir ist und was ich eigentlich auch nicht wollen würde, dass eine Allgemeinheit erfährt und weiß. Genau, ich glaube, ich habe ungefähr alles gesagt, was ich über das Thema so schnell sagen kann. Dieses ganze Experiment kann man anschauen auf magemeasure.online. Da wird der Zuschauer, während er MadeToMeasure.online besucht, beobachtet. Und am Ende wird er analysiert, wie wir Lisa analysiert haben, aber natürlich nur durch sein Verhalten, die er eine Stunde lang hatte, während er das Experiment sich angeschaut hat. Aber es gibt auch eine Doku, die ist noch auf der Mediathek von der WDR, ich glaube, bis im September zu sehen. Genau, ich glaube, ich bin jetzt durch. Ich stoppe mal meine Freigabe. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich immer wieder beeindruckend zu uns. Ich glaube, ich gucke es mir auch noch ein paar Mal an. Das ist einfach so großartig und empfehle das 1000 Leuten, auch gerade die immer sagen, ja, ich habe doch gar nichts zu verstecken. Ist doch alles ganz easy. Ich habe sehr viele Fragen, aber diese nächsten 5 Minuten sind auch dafür da, dass wir Fragen aus dem Publikum nehmen. Gerne entweder die Kamera einschalten und das Mikrofon entstummen oder wer das nicht so gerne mag, gerne in den Chat schreiben, dann geben wir das weiter. Aber was mich interessiert, sag mal, habt ihr euch selbst in diese ganze auch technische Thematik eingearbeitet oder hattet ihr da technischen Support irgendwo mit einem ITler oder so? Beides. Also Katja Dietrich, die Letty genannt wird, war unsere Datenanalystin. Und die hatte aber auch selber noch nie
Daten auf diese Art und Weise analysiert, weil es hat natürlich, unser Experiment hat was Paradoxales, weil Algorithmen interessieren sich ja nicht für einen Menschen. Also sie haben Einfluss auf einen Menschen, aber was ein Mensch ist, ist ja nicht im Kern ihrer Frage. Und da war im Grunde von uns eine Art von Reverse Engineering von, wie baut man einen Menschen von all diesen Informationen, die vermeintlich nichts zu tun haben mit dem Menschsein. Und da eben, die hat uns geholfen, diese Vision, die wir hatten, für wie man diese Analyse machen kann, zu verwirklichen. Was ich meinte mit diesen Kategorien, also es gibt quasi, das macht Google auch, es gibt 1600 Kategorien, in denen Leute die Interessen, die Suchen von Menschen eingeteilt werden können. Und diese Kategorien erlauben dann Zusammenhänge zu erschließen. Und das war ein Teil. Und der zweite Teil war der Persönlichkeit. Genau. Und auf der Website selbst ist es im Grunde es ist dasselbe, wie bewegst du deine Maus, wie oft gehst du weg, deine E-Mails checken oder machst was anderes, skippst du emotionale Momente, interessierst du dich mehr für Experten, wie benimmst du dich? Und darauf gibt es ja auch eben Aufschlüsse auf dieses Persönlichkeitsmodell, das sehr berühmt ist, weil es statistisch akkurat ist, dieses Ocean 5-Modell, wo man quasi diese Werte Neurotizismus, Extraversion, Openness, Conscientiousness, ich vergiss einen, aber vermischt, und durch diese Mischung kann man im Grunde die Persönlichkeit ermitteln, vermeintlich. Das war sehr lustig, als ich das erste Mal geguckt habe, hatte ich nicht am Stück diese Stunde Zeit, sondern ich habe dann logischerweise unterbrochen. Und das wurde mir dann gleich vorgeworfen, ich sei sehr sehr hektisch oder irgendwie, und ich müsste mich mehr auf eine Sache konzentrieren. Ja, absolut richtig. Sage mal, aber besonders diese Werbefallen, die machen uns ja allen zu denken. Also auch in dem Buch Quality Land hat die eine Protagonistin, Kiki, die hat ja da so eine besondere Strategie. Sie mischt einfach so irrelevantes und willkürliches Verhalten rein, dass es keine Werbestrategie gibt. Oder geben kann. Sollte man darauf Einfluss nehmen? Also muss man Unternehmen zwingen, diese Werbestrategien nicht mehr so hart umzusetzen? Ja, also ich glaube, das, was du beschreibst, von seine eigenen Spuren zu verwischen mit einem Verhalten, ich frage mich, wie unglaublich gut man das machen kann. Weil, also als Künstlerin google ich ja immer wieder verschiedene Sachen, ganz wilde Sachen. Aber diese tiefen Muster eben, von denen ich jetzt nicht öffentlich sprechen kann, natürlich sind sie da. Und natürlich werden sie sich durchziehen. Und das sind ja genau die mich vulnerabel machen. Und die kann ich nicht verwischen, indem ich dann so tue, als ob ich mich für Fußball interessieren würde. Oder das ist quasi ein Tropfen auf den heißen Stein. Weil das, was ich dann doch mache den ganzen Tag oder was mich dann doch ausmacht, ist ja noch immer da. Und das ist nicht zu verwischen mit 15 Mal am Tag was Falsches googeln. Ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich fruchten kann, aber warum nicht? Und die zweite Frage ist natürlich, wer kann sich erlauben, das zu machen? Da braucht man natürlich einen gewissen Grad an Digital Literacy, an Erkenntnissen über diese ganzen Systeme. Und wen verlieren wir da unterwegs? Und unsere Teilnehmerin, die hat da noch nie von Datenschutz gehört. Die hatte das einfach, also ich übertreibe ein bisschen, aber es war ein frisches Thema für sie, und innerhalb der 5 Jahre war das für sie nicht existent. Und ein anderer Herr, den wir interviewt haben für den Dokumentar, der wettsüchtig ist, er versteht, für ihn ist das Handy ein Neuland. Seine Kinder müssen ihm die Sachen erklären. Das heißt, all sein Verhalten ist komplett losgelöst von der Reflexion darüber. Und das, wir müssen uns aber gemeinsam schützen als Gesellschaft. Und deshalb müssen wir natürlich verlangen, dass diese Werbestrategien anders verhandelt werden. Das geht einfach nicht. Und wir müssen, glaube ich, auch darauf beharren, dass dieses ganze Wissen nicht nur für kapitalistische Zwecke benutzt wird. Also da ist ja unglaublich viele Erkenntnisse drinnen, und wir produzieren sie ja, und wir sind ja in dieser Welt. Und ist denn das Einzige, was wir denn damit machen werden, uns besser Proteinpulver zu verkaufen? Das ist ja total traurig. Ja, das ist das eine, und gefährlich wird es dann, oder noch gefährlicher, wenn es dann um Verschwörungstheorien und Fake News und sowas geht, wo man da einfach nicht mehr rauskommt. Ja. Aber das ist ja praktisch die beste Überleitung, die man sich vorstellen kann, sozusagen von deinem oder eurem Thema zu Algorithm Watch und Leonie Dorn.
Ich danke dir sehr, Cosima. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wenn du kannst, bleib gerne und dann diskutieren wir später noch. Ja, ich bleibe ein bisschen. Ich muss dann, wahrscheinlich werde ich während dem Vortrag nochmal raus. Tut mir leid. Kein Problem. Also vielen Dank dir. Vielen Dank. Und dann lade ich Leonie Dorn von Algorithm Watch zu mir auf die Bühne ein. Ich bin auch ganz begeistert, dass das geklappt hat. Algorithm Watch ist natürlich eine total wichtige Instanz bei diesem Thema. Also ich bin unendlich dankbar, dass es euch gibt und bin jetzt ganz neugierig und möchte dir gar nicht durch eine Vorstellung deiner Person Zeit von deiner Redezeit wegnehmen, würde dir direkt den Redestab übergeben, den virtuellen. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Es ist ein so vielfältiges und spannendes Thema. Und ja, der Beitrag eben war jetzt wirklich die perfekte Überleitung zu der Art und Weise, wie wir arbeiten und forschen und uns diese Systeme anschauen. Genau, nämlich anders als auf einzelne Individuen zu gucken und Persönlichkeitsstrukturen zu analysieren, gucken wir so auf die Systeme an sich und die Akteure, die sie einsetzen und so ein bisschen die Strukturen und vor allem die Risiken, die dahinter liegen. Und genau mit dem Stichwort starte ich auch mal meine Präsentation, die ihr hoffentlich jetzt gut sehen könnt. Genau, ich habe wurde ja eingeladen, ein bisschen was zu unserer Arbeit zu erzählen. Und ich dachte, das mache ich mit dem provokanten Titel die eigenen Daten selbst in die Hand nehmen, wie Datenspenden Blackbox-Algorithmen entschlüsseln. Also habe so ein bisschen Fokus auf unsere Datenspendenprojekte, die wir gemacht haben in den letzten Jahren. Aber vielleicht vorher noch kurz ein, zwei Sätze zu Algorithm Watch an sich. Wir machen nicht nur Datenspenden, sondern wir gucken in erster Linie automatisierte Entscheidungssysteme an. Darunter kann man auch KI verstehen, aber diesen Begriff von automatisierten Entscheidungen finden wir relativ prägnant und setzen einen wichtigen Fokus. Und wir gucken uns da eben die Risiken und die Auswirkungen auf die Gesellschaft an. Und bei uns im Team sind Journalistinnen, Researcher, SoftwareentwicklerInnen und aber auch Policy-Expertinnen. Also wir verwenden verschiedene Strategien, um diese Systeme zu untersuchen und entwickeln eben auch Policy-Empfehlungen für EntscheidungsträgerInnen. Wir machen Hintergrundberichte und journalistische Recherchen zu dem Einsatz dieser verschiedenen Systeme. Und wir entwickeln aber eben auch Software, um Systeme genauer zu untersuchen. Also wir nutzen Tech, um Tech unter die Lupe zu nehmen. So ein bisschen, genau. Ein großer Bericht, den wir rausgebracht haben 2021, ist der Automatic Society Bericht. Das ist so ein großer Rundumschlag über die automatisiertesten Systeme, die in Europa eingesetzt werden. Da gab es verschiedene Länderberichte mit verschiedenen ForscherInnen in den jeweiligen Ländern. Und danach haben wir so ein bisschen gemerkt, eigentlich müsste der Titel anders heißen. Eigentlich müsste es Automated Society heißen, weil vieles in Europa, gut, auf der ganzen Welt natürlich, aber in Europa im Fokus schon automatisiert ist. Der öffentliche Raum mit biometrischen Gesichtserkennungen, jede Kredit- oder Vertragsabschlussanfrage über eine Bonitätsprüfung, die automatisiert ist, Bewerbungsverfahren über People Analytics, die öffentliche Debatte über soziale Medien. Und natürlich hat sich das alles nochmal verstärkt durch die Covid-Pandemie, wo jetzt Kontaktverfolgung und Vorhersage der Pandemie ganz viel über automatisierte Systeme lief und ganz viel aber auch noch weiterhin digitalisiert wurde, wie jetzt die Benotung von SchülerInnen und Schülern, weil Prüfungen nicht stattfinden konnten. Ne? Also es war auch wirklich nochmal ein starker Digitalisierungs- und ein Automatisierungsschub. Und genau, und was alle diese Systeme sozusagen gemeinsam haben, ist, dass wir nicht genug über sie wissen. Deswegen habe ich mich auch über dieses Post-it am Anfang gefreut, Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Das ist etwas, für was wir kämpfen bei Algorithm Watch, wo wir sagen, das sind wir doch überhaupt nicht weit genug, diese Systeme zu verstehen, nach welchen Kriterien sie entscheiden, wer sie einsetzt, wieso und warum und eben was für Risiken je nach Einsatzgebiet es da gibt, vor allem auch für vulnerable Gruppen und welche Diskriminierungsrisiken es eigentlich auch dahinter stecken. Genau. Zum Glück heißt jetzt unser Newsletter Automated Society. Das heißt, es geht ein bisschen weiter in die Richtung.
Genau, wir arbeiten einerseits thematisch, Stichwort Diskriminierung, das ist ein Projekt, was wir gerade haben, Autocheck. Da werden sowohl automatisierte Credit Scoring Verfahren, aber eben auch Online-Formulare, also verschiedene Systeme unter dem Aspekt Diskriminierung untersucht und welche Risiken es da gibt und was man auch dagegen unternehmen kann. Dann gibt es ein weiteres Projekt Sustain, wo es um Nachhaltigkeit geht. Also da arbeiten wir mit PartnerInnen an einem Nachhaltigkeitsindex. Natürlich steht da im Fokus auch der Ressourcenverbrauch von so großen datenintensiven Systemen, aber eben auch der Aspekt von sozialer Gerechtigkeit, wenn es um zum Beispiel ArbeitnehmerInnenrechte geht, bei Bewerbungsverfahren oder bei beim Scoring von Produktivitätsmechanismen. Aber was wir dann natürlich auch machen, und jetzt komme ich auch endlich zu den Datenspenden, das sind dann die Projekte, wo wir uns einzelne Systeme rausgreifen und die genauer zu untersuchen. Und da mein erstes Beispiel, die Schufa. Dass die private Wirtschaftsauskunftei die Credit Scores berechnet, die wir wahrscheinlich alle schon mal gebraucht haben für entweder einen Handyvertrag oder einen Mietvertrag einen anderen Vertragsabschluss. Wir sind da alle schon sehr abhängig von diesen privaten Unternehmen und die Art und Weise, wie dieser Credit Score berechnet wird, diese mathematische Formel und der Algorithmus dahinter, ist aber ein Geschäftsgeheimnis. Also das ist sozusagen auch ein Beschluss vom Bundesgerichtshof, eine Gerichtsentscheidung, die gesagt hat, das ist ein Geschäftsgeheimnis und das wird nicht freigegeben. Das heißt, wir mussten als Notwehr über Datenspenden versuchen, rauszufinden, reverse engineered, wie Cosima vorhin schon gesagt hat, wie diese Berechnung stattfindet, welche Kriterien da relevant sind und was eben auch für Probleme dahinter steckt oder wie genau dieser Score ist. Das war ein dreistufiges Verfahren, was auch ganz viele Hürden mit sich gebracht hat. Darauf gehe ich später nochmal ein. Wir haben Leute aufgerufen, die Schufa-Auskunft selber anzufragen, unsere Selbstauskunft und Brett. Dann mussten sie aber eine Weile warten, dann kam nämlich diese Auskunft per Post und dann mussten sie diese sozusagen digitalisieren per Handy oder per Scan und dann über unsere Software hochladen. Genau. Und da war ein großer Bruch auch. Also wir haben, glaube ich, über 100.000 Menschen haben diese Selbstauskunft angefragt. Aber wir haben dann nur 3.000 Datenspenden bekommen, die wirklich auch so eine hohe Qualität hatten, dass wir sie dann auswerten konnten. Also das sind auch irgendwie ganz viele Hürden auf jeden Fall mit dabei. Und das Ergebnis war natürlich nicht im Detail und so spektakulär, wie man sich das vorstellt. Wir haben nicht den ganzen Algorithmus verstanden, aber was man auf jeden Fall sagen konnte, ist, dass die Schufa teilweise gar nicht so viele oder auch ungenaue Daten von uns hat, trotzdem aber einen total genauen Score über uns festlegt, mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit, obwohl teilweise nur 3 oder 4 Datensätze von uns oder von einigen Leuten bekannt wurden. Und dass zum Beispiel so Faktoren wie Geschlecht oder auch Alter oder die Häufigkeit der Umzüge in diesen Score mit reinberechnet wurden. Wir können aber überhaupt nicht sagen, wie hoch diese Relevanz dieser Faktoren ist. Also das ist so ein bisschen immer auch das Shortcoming von solchen Datenspenden, dass wir immer nur sehen, genau, was hinten rauskommt und wir sehen einen Ausschnitt, aber wir sehen nicht, warum bestimmte Inhalte des Algorithmus so ausgespielt werden, wie wir sie dann am Schluss sehen, weil es eben diese Reverse Engineering Methode ist. Als nächstes ein Social Media Beispiel. Wir haben in den letzten 2 Jahren zu Instagram 3 verschiedene Untersuchungen vorgenommen. Und zwar einmal ging es um den Faktor leicht bekleidete Menschen auf Bildern. Also da ging es darum, wie relevant ist dieser Faktor Nacktheit auf Bildern und werden die sozusagen bevorzugt? Spoiler Alert, ja, das werden sie. Die werden im Durchschnitt höher bewertet als Bilder mit mehr bekleideten Menschen. So.
Genau. Und dann haben wir uns auch ein bisschen PolitikerInnen und politischen Diskurs auf Instagram angeschaut. Also eine Studie in den Niederlanden haben wir herausgefunden, dass Bilder mit mehr Text schlechter performen und weiter unten im Newsfeed angezeigt werden als Bilder von PolitikerInnen mit Menschen drauf und mit Gesichtern. Und letztes Jahr haben wir uns dann im Zuge des Bundestagswahlkampfs auch nochmal genauer zusammen mit der Süddeutschen Zeitung die Instagram-Profile von 600 deutschen PolitikerInnen angeschaut. Und da hat auch die Auswertung ergeben, dass so emotionalisierende und rechtspopulistische Inhalte besser gelaufen sind, also weiter oben im Newsfeed angezeigt wurden. Und davon haben halt vor allem Accounts von der AfD zum Beispiel profitiert. Genau. Ja, das alles ist auch nicht immer so einfach gewesen. Wir hatten bei dem Wahlfilterprojekt, bei dem letzten, eben auch Probleme mit Facebook. Also wir mussten die Datenspendekampagne früher abbrechen als geplant, um keine Klage zu riskieren von Facebook, von den Unternehmen. Weil argumentiert wurde, dass wir die Nutzungsbedingungen gegen die Nutzungsbedingungen von Facebook verstoßen. Und wir konnten diese Klage nicht riskieren gegen billionenschweres Unternehmen. Und deshalb haben wir diese Datenspenden früher frühzeitig abgebrochen, konnten aber trotzdem, hatten trotzdem genügend Daten gesammelt, um noch eine Analyse daraus zu machen. Also es ist gerade noch mal gut gegangen. Aber dazu sage ich vielleicht später noch mal mehr zu den Herausforderungen. Genau, alle guten Dinge sind drei. Datascope ist unser neuestes Projekt. Da haben wir letzten Sommer auch den Bundestagswahlkampf untersucht, aber auf YouTube. Was zeigt mir YouTube zur Bundestagswahl? Da ging es darum, eben auch diesen Empfehlungsalgorithmus von YouTube zu untersuchen. Und da haben wir Teilnehmerinnen auch aufgerufen, sich die Software, die wir entwickelt haben, runterzuladen, sich in ihr Google-Konto einzuloggen. Und dann hat sozusagen ein Scraping-Prozess gestartet, wo man dann auch im ersten Schritt seine Daten selber sehen konnte. Also Datascope hat auch einen großen Fokus auf die Visualisierung der eigenen Daten. Das sieht man hier in dem Bild. Das ist die Watch History, die einem angezeigt wurde. Das ist eine erste statistische Auswertung, die YouTube eben auch von uns hat. Und auf Basis deren dann eine Personalisierung entsteht. Und wir wollten nämlich genau rausfinden, wie relevant ist diese Watch History für die Empfehlungen, die Videoempfehlungen, die uns im Zuge dann als nächstes angezeigt werden. Man konnte dann halt in dieser Software auch Experimente durchführen. Man konnte verschiedene Ausgangsvideos anklicken. Die haben wir dann auch entsprechend der Nachrichtenaktualität immer angepasst. Also zum Beispiel Rezo-Zerstörung der CDU oder bestimmte Nachrichten über das Hochwasser oder über Annalena Baerbock oder über Achim Laschet. Und dann konnte man halt ausprobieren, welches, wenn ich ein bestimmtes Ausgangsvideo angezeigt klicke, welche Videos werden mir danach vorgeschlagen und so weiter und so fort. Also es ging auch viel darum zu verstehen, welche Spuren hinterlassen wir eigentlich auf diesen Plattformen und wie verwendet die Plattform dann diese Watch History zum Beispiel. Genau. Ja, das ist jetzt meine letzte Folie auch schon fast, wo ich nochmal um die Grenzen und Herausforderungen von Datenspenden so ein bisschen eingehen möchte. Der erste große Punkt ist eben die mangelnde Rechtssicherheit für solche Datenspendenprojekte. Wir haben es, wie gesagt, am eigenen Leib erfahren, dass wir aufgrund einer Klage oder einer womöglich kommenden Klage das Projekt abbrechen mussten. Genau, weil einerseits mit Nutzungsbedingungen argumentiert wurde, was immer die Frage auf wem gehören eigentlich diese Daten? Gehören die den Unternehmen oder gehören die den Nutzerinnen? Also wenn es darum geht, dass Nutzerinnen freiwillig ihre Daten runterladen, sie selber in die Hand nehmen und uns spenden, wieso ist das ein Problem für die Plattform? So, das ist natürlich eine total grundlegende und wichtige Diskussion.
die eben auch gerade im Zuge des Digital Services Acts, also dem EU-Gesetz zur Plattformregulierung, jetzt gerade im Verabschiedungsstadium ist, diskutiert wird und wo wir als Algorithm Watch auch stark uns dafür einsetzen, gemeinsam mit vielen Forscherinnen, dass wir Zugang zu diesen Plattformdaten brauchen. Weil eigentlich ist Datenspenden eine Art von Notwehr, weil wir die von den Plattformen nicht ausreichend Zugang zu Produktivdaten bekommen und die Algorithmen nicht einsehen können. Und deshalb müssen wir sozusagen über die NutzerInnen gehen. Es ist eigentlich nicht der Weg, den wir gehen wollen würden, aber es bleibt uns quasi keine andere Wahl, um diese Risiken und die Auswirkungen von vor allem von Social Media Algorithmen eben zu untersuchen. Genau, also es ist ein hochpolitisches Thema auf jeden Fall. Dann natürlich ist Datenschutz und Datensicherheit eine große Hürde. Also damit kommt natürlich super viel Verantwortung, wenn Leute uns ihre ganzen Social-Media-Datensätze spenden. Deshalb sind auch Datenspendenprojekte fast nur auf dem Desktop, also Computern möglich und nicht über mobile Geräte, weil da einfach die Sicherheits Vorkehrungen nicht so gut umgesetzt werden könnten. Und bei Datascope war es auch so, dass alles erstmal auf dem eigenen Rechner passiert ist. Man hat diesen Scraping-Prozess und die Daten erstmal auf seinen eigenen Computer runtergeladen, konnte die Daten sich dort anschauen und dann halt auf unseren Server hochladen und sozusagen uns spenden. Also erstmal ist alles auf dem Endgerät der Nutzerinnen noch passiert. Qualität und Menge der Daten ist natürlich für alle Data Scientists eine große Frage. Bei Datenspenden ist es natürlich immer auch eine Frage, wie viele Leute können wir mobilisieren, um mitzumachen? Und ist das überhaupt irgendwie eine Breite der Gesellschaft, die wir damit erreichen, dass sagen solche Datenspendenstudien auch repräsentativ sind dann am Ende? Also das ist natürlich dann auch eine hochstatistische Herausforderung. Und eben auch eine Frage der Mobilisierung, so als Kampagne an sich, wie viele Leute erreichen wir und wie viele Leute können wir mobilisieren, teilzunehmen. Und auch diese verschiedenen Schritte dann zu durchlaufen und wirklich auch dran zu bleiben, wenn man erstmal 4 Wochen auf seinen Schufa-Score gewartet hat, dann noch sich daran zu erinnern, okay, ich lade ihn jetzt auch hoch. Genau. Und natürlich dann sind auch immer nur Ausschnitte sichtbar. Also wie schon erwähnt, ne, wir sehen nicht die Rezeptformel des Algorithmus und des automatisierten Systems, sondern wir lesen, sehen wirklich nur das, was hinten rauskommt und können auch gar nicht sagen, warum die Posts von der AfD jetzt so viel erfolgreicher sind. Wir können sagen, es liegt nicht nur an der Popularität und nicht nur an der Aktualität, sondern es ist auch noch irgendein weiterer Grund, der dahinter steckt, aber wir können überhaupt nicht sagen, warum. Und Datenspenden sind auch nicht immer das sinnvollste Mittel, um automatisierte Systeme zu untersuchen. Also eigentlich geht es bei solchen Projekten ganz stark darum, um die personalisierte Daten einzelner Nutzer, diese einzelnen Perspektiven, die ja auch so fragmentiert sind, wenn wir uns überlegen, okay, wir sehen alle einen anderen Newsfeed, wir haben alle ganz fragmentierte Perspektiven auf den Ukraine-Krieg, auf die Covid-Pandemie, auf aktuelle Weltgeschehen. Und da ist natürlich total bereichernd, diese verschiedenen Perspektiven zu vergleichen und den Algorithmus besser zu verstehen. Aber wenn es jetzt um Umweltdaten geht, um Wetterdaten geht, dann braucht man keine Datenspende zu machen, sozusagen. Ne? Dann kann man einfach auch auf andere Methoden zurückgreifen. Dann ist es nicht so, ist es nicht the way to go. Genau. Ja, damit wäre ich so ungefähr am Ende, bin aber noch offen für Fragen und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den knackigen Überblick. Das ist ja ein total wichtiges Thema und es ist wirklich großartig, dass ihr da auch international zusammenarbeitet. Ich habe mich gefragt, einerseits ist natürlich euer Ziel, über die Themen aufzuklären. Seht ihr auch Möglichkeiten, Gesetzesvorlagen zu erwirken, die dann die Firmen zwingt, zum Beispiel ihren Code offenzulegen? Also man muss es ja nicht öffentlich machen, man kann ja Experten dann
in so eine geheime Kammer mit reinnehmen in diesem, in dieser Miniserie The Billion Dollar Code. Da geht es ja um den Vergleich zwischen dem ursprünglichen Produkt TerraVision und dem Vergleich mit Google Maps und der Funktionsfähigkeit und ob der Code jetzt gleich ist und so weiter. Und dann werden die auch so in eine total abgeschottete Kammer geführt, damit sie das dann dort analysieren können. Also wäre sowas denkbar? Ja, also genau sowas wird gerade im Digital Services Act tatsächlich diskutiert und vorgesehen. Genau, also es ist so, dass man als ForscherInnen sozusagen Zugang zu Plattformdaten bei diesen Plattformen beantragen können. Und wir kämpfen eben auch dafür, dass es nicht nur für zertifizierte, zugelassene ForscherInnen gilt, sondern eben auch für zivilgesellschaftliche Organisationen wie jetzt Algorithm Watch. Ansonsten würde das quasi nur über sozusagen institutionalisierte ForscherInnen an Universitäten gelten. Das sind gerade jetzt die Details, die im DSA noch ausgestudiert werden. Genau, aber so ist das eigentlich auch wirklich vorgesehen, dass man sozusagen Zugang beantragt und dann es ein Verfahren gibt und man dann sozusagen einen Account auch bekommt bei der Plattform, die dann einen bestimmten Datenzugang gewährleistet. Genau. Und da liegt aber der Teufel dann wirklich im Detail. Ne? Also wer gibt diese Zulassung? Ist das die Datenschutzbeauftragten in den jeweiligen Ländern? Sind das irgendwie Executives oder bestimmte EntscheiderInnen bei den Plattformen? Wie umfassend ist dann auch dieser Zugang? Also in der Vergangenheit war es so, dass ForscherInnen Zugänge beantragt hatten bei Plattformen, aber ignoriert wurden oder es trotzdem verweigert wurde und es keine Begründung gab. Das heißt, wir werden dann schauen, wie das in der Praxis auch wirklich dann gut läuft, aber genau diese Sachen werden wirklich gerade politisch diskutiert und da sind wir halt eben dran mit dem Policy Team. Sehr tapfer. Von außen betrachtet scheint es dann sozusagen wie ein Kampf gegen Windmühlen, aber ich freue mich ja über jedes Erfolgserlebnis an der Stelle. Das gibt ja Anlass zu Hoffnung. Ja, sehr gut. Gibt es Fragen aus der Runde der ZuhörerInnen? Gerne mit dem Handhebe-Button oder ansonsten gerne in den Chat. Und ansonsten plaudere ich noch mit Leonie ganz kurz über die Zusammenarbeit mit der Politik. Habt ihr das Gefühl, da wird genug getan oder muss man die Politiker öfter daran erinnern, ihnen so ein bisschen auf die Zehenspitzen treten, damit sie da ihren Job machen? Also wir arbeiten hauptsächlich gerade eben auf europäischer Ebene. Und da merken wir auch eben den Unterschied zwischen Abgeordneten im Parlament. Da sind viele, also bei den Grünen und auch in der linken Fraktion, total engagierte DigitalpolitikerInnen. Da ist auf jeden Fall irgendwie sind da offene Ohren da und eine Zusammenarbeit. Bei der Kommission merkt man aber eben auch den Einfluss der großen Tech-Lobbyistinnen. Ne? Also es ist schon auch, wie Sie sagten, ein großer Kampf gegen die Windmühlen und da gibt es natürlich Interessen, große, wichtige Interessen auf der anderen Seite. Und eben ein großer Diskussionspunkt ist jetzt gerade eben auch noch diese Klausel von Geschäftsgeheimnissen, die weiterhin im Digital Services Act drin ist. Also es ist so ein bisschen so, wir geben theoretisch die Option, dass Daten abgefragt werden können von ForscherInnen, aber es gibt auch sozusagen die Option der Geschäftsgeheimnisse. Das wird auch noch sozusagen als relevantes Argument gesehen. Es ist so ein bisschen, es sind beide Seiten, finden sich im DSA jetzt vor allem auch gerade wieder. Ja. Ein Geziehe und Gezerge. Ja. Sonja, du hattest noch eine Frage. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für den spannenden Vortrag und die Einblicke in die Arbeit. Ich habe mich jetzt natürlich so ein bisschen gefragt, was lässt sich jetzt ableiten daraus für den Kulturbereich oder für Kulturdaten oder auch für die Praxis. Und genau, würde jetzt einfach nur erstmal meine ersten Gedanken teilen, ohne konkrete Frage. Aber ich dachte, die Frage, die man sich ethisch stellen kann, ist, die jetzt aus deinem Vortrag hervorgeht, ist einerseits, wie transparent gehen wir eigentlich selber mit Daten um, die wir von NutzerInnen erhalten?
Welche Möglichkeiten geben wir da jetzt jenseits von selbstverständlichen Datenschutzgrundverordnungen? Aber und wie erklärbar machen wir da diese Prozesse und machen wir das vielleicht auch unterhaltsam? Hm. Also das muss ja gar nicht unbedingt trocken sein. Dann auf der Zeitenebene die Frage nach Offenheit der Anwendungen. Also wie offen entwickeln wir selber auf Code-Ebene und auf Erklärbarkeitsebene? Und dann vielleicht im dritten Teil nochmal, was kann Kultur dazu beitragen, diese Transparenzforderungen, die ihr ja habt, ne, an legitimerweise, ne, an Plattformen. Also wie bewegen wir uns innerhalb dieser Plattformökonomie und wie kann Kultur unterstützen, Transparenzforderungen in dem Kontext vielleicht auch zu verbreitern? Das waren so jetzt erste Gedanken, die mir kamen, wenn wir uns über Datenethik unterhalten. Ja, total. Also wir haben auch immer wieder die Diskussion und die Abwägung zwischen Datenschutz und Datenspenden und Datenschutz zu welchem Zweck oder Datenextraktion auch zu welchem Zweck. Es ist immer klar die Frage, wir müssen sehr verantwortungsvoll damit umgehen, aber ist gerade in so Konzepten wie Data Trusts, also dem Konzept von Datentreuhänderschaft, wo wir sagen, ich möchte meine Daten eben extrahieren und für Forschung, für Kultur und gerade auch im Gesundheitsbereich, ne, für medizinische Daten zur Verfügung stellen. Und wie können wir das vereinen mit dem Schutz von Privatsphäre und von Persönlichkeitsrechten und so weiter und so fort. Und da geht es eben ganz viel um die Frage der Kontrolle. Ne? Also und da finde ich, ist eben, also kann der Kulturbereich allein im Visualisierungsaspekten total viel leisten, weil das total hilfreich ist, Leute verständlich zu machen, was ihre Daten sind, welche Spuren sie hinterlassen und so über wirklich visuelle, kreative Wege Data Literacy zu erhöhen. Und dann sozusagen, ne, dann kommt ein Prozess des Begreifens und der Aufmerksamkeit und der Awareness irgendwie dafür her. Und dann kann man viel mehr empowered sozusagen auch selbstbestimmt entscheiden, was man mit diesen Daten macht. Also es ist natürlich ein ganz langer, weiter Weg. Da gibt es natürlich auch große Diskrepanzen innerhalb der Gesellschaft, wie aufgeklärt die Leute sind und wie das Bewusstsein da ist. Aber gerade genauso kreative, visuelle, pädagogische Mittel sind da unglaublich wichtig, um da voranzukommen. Das glaube ich gern. Das wunderbar, das ist sozusagen die perfekte Überleitung zum nächsten Beitrag, sodass wir uns dann von den Regeln, die Daten nochmal näher angucken. Ich danke dir sehr, Leonie Dorn. Wir sprechen uns nachher in der Abschlussdiskussion weiter und dann übergebe ich den Staffelstab erstmal an Sonja Thiel und Esther Scheven. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr auf den nächsten Beitrag. Wir kommen nämlich jetzt nochmal von einer anderen Seite, die aber ganz zentral ist, wenn es um Datenethik geht, und zwar eben die Datengrundlagen oder ein Aspekt von Datengrundlagen, also die Wissensgrundlagen und auch die Formen der Wissensproduktion, mit der wir arbeiten. Das ist ja häufig in den Diskussionen eine der ersten Fragen, die gestellt wird, wenn es um KI, Machine Learning, Deep Learning Projekte geht, ist ja, was ist denn jetzt die Datengrundlage? Ne? Also und welche Qualität haben die Daten überhaupt und welche Qualität müssen sie haben? Und dazu gehört natürlich einerseits zu fragen, ob die Daten vollständig wissenschaftlich erfasst sind, also wie zum Beispiel ein Bild haben, ob die Rechte geklärt sind. Es gehört dazu, sich zu fragen, welche Inhalte in den veröffentlichten Daten überhaupt vorhanden sind und welche Form von Wissensproduktion damit eigentlich befördert wird, also wissenschaftlich oder unwissenschaftlich. Wir fragen uns dann auch häufig danach, inwiefern es rassistisch oder ableistisch oder kolonialistische Inhalte sind, die enthalten sind. Und ganz besonders wichtig sind deswegen natürlich die Metadaten
Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Esther Schäben von der Deutschen Nationalbibliothek aus der Inhaltserschließung heute bei uns ist und zu uns sprechen wird. Zum wichtigen Thema, warum Daten nicht neutral sind, über ethische Aspekte bei der Entwicklung von Normdaten. Herzlich willkommen, Frau Schäben. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war sehr knapp. Und das, was ich jetzt alles gehört und gesehen habe, war super spannend, super interessiert, also super interessant. Das, was ich Ihnen bringe, ist ganz runter in die Niederungen des Alltags. Und wie gesagt, ich arbeite in der Deutschen Nationalbibliothek in der Abteilung Inhaltserschließung seit über 25 Jahren. Und wir beschäftigen uns mit Daten in jeder Hinsicht. Das sind die Punkte, über die ich sprechen werde. Wo fallen überall Daten an? Bibliotheken haben große Bestände an Dokumenten, Büchern und Ressourcen. Die sollen auffindbar sein. Und zwar formal die Frage, wer ist der Verfasser, wie lautet der Titel, und auch inhaltlich, wovon handeln die Dokumente. Für die formale Auffindbarkeit gibt es Kataloge. Die werden dann formal beschrieben, dann werden sie in Katalogen zugänglich gemacht. Das, was ich jetzt Ihnen sage hier in der Ausgangslage, gilt sicherlich auch in abgewandelter Weise für andere Kultureinrichtungen, die viele Objekte verwalten. Also die Fragestellungen sind bei Ihnen ähnlich. Mir war unklar, zu welchem Gremium ich hier spreche. Also ich hoffe, dass es ein bisschen Interesse bei Ihnen findet. Die formale Auffindbarkeit hatte ich kurz erklärt. Für die sachliche Auffindbarkeit werden unterschiedliche Wissensorganisationssysteme eingesetzt. Da sagen wir immer KOS, also Knowledge Organization Systems. Ist Ihnen vielleicht vertraut, ich weiß es nicht. Das sind dann Klassifikationen oder kontrollierte Vokabulare. Und im Idealfall werden alle Dokumente mit diesen intellektuell erschlossen. Das ist der Idealfall. Oft fehlen die Personalressourcen. Und für die sachliche Auffindbarkeit wird dann künstliche Intelligenz eingesetzt, die sich diesen genannten Wissensorganisationssystemen bedient. Und jetzt muss man einfach dran denken, diese Wissensorganisationssysteme, die die künstliche Intelligenz benutzt, haben alle einen bestimmten Stand und kommen aus einer bestimmten Zeit. Und wenn Dokumente dann mit ihnen erschlossen werden, dann ist die Erschließung an den Dokumenten diesen Organisationssystemen geschuldet und nicht unbedingt neutral. Da muss man immer wieder dran denken, was ist die Grundlage für meine künstliche Intelligenz. Ich spreche jetzt über Schlagwortkatalogisierung. Schlagwortkatalogisierung bedeutet, dass man mittels eines kontrollierten Vokabulars Dokumente sachlich zugänglich machen möchte. Man hat einen Anspruch an die Schlagwortkatalogisierung, nämlich sie soll neutral sein. Das Indexierungsvokabular soll vorurteilsfrei und unparteiisch sein und es soll aktuell sein. Die Schlagwortkatalogisierung benutzt die natürliche Sprache. Wir wissen alle, Sprache wandelt sich im Laufe der Zeit, einschließlich der Orthographie. Das Wort Orthographie ist schon dafür ein Beispiel. Und die Bedeutung und die Akzeptanz von Wörtern kann nach einigen Jahrzehnten eine ganz andere sein. Hier haben Sie ein paar Beispiele. Die ersten vier, das ist einfach so, nimmt man zur Kenntnis. Die zwei unteren, da ist dann schon mehr Musik drin, weil da Emotionen mit verbunden sind. Aber eigentlich ist es nur in Anführungsstrichen ein Sprachwandel. Und wenn wir jetzt Schlagwortkatalogisierung betreiben, dann haben wir als große Bibliotheken mit langen Traditionen die Herausforderung, wie kann Neutralität und Aktualität bei der Schlagwortkatalogisierung gewährleistet werden. Man muss sich immer klar machen, historische Sacherschließung, also Sacherschließung vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren, mit welchen Methoden auch immer, wenn sie in den Online-Katalog heute gespült werden und jeder sie einsehen kann, dann ist sie nicht selbsterklärend und führt zu Rückfragen. Einige wenige Worte über die Schlagwortkatalogisierung in der Deutschen Nationalbibliothek. Wir hatten bis 1990 zwei verschiedene Einrichtungen in Leipzig und Frankfurt. Jede Bibliothek hatte ihr eigenes System mit unterschiedlichen Vokabularen und getrennten Katalogen. Es gab keine Normdatei, es gab auch keine Normdatensätze, es wurden reine Textphrasen benutzt. Ich gehe gleich nachher darauf ein, was Normdatensätze sind. In Frankfurt hat man seit 1986 bereits mit Normdaten gearbeitet und das war dann die Schlagwortnormdatei.
Bei der Beschreibung der Ressourcen waren diese historischen alten Schlagwörter nur einfache Textstrings. Es waren keine Verlinkungen. Heute haben wir nur eine Bibliothek mit zwei Standorten. Wir haben einen gemeinsamen Katalog mit gemeinsamen Regeln. Wir benutzen Normdatensätze in der Schlagwortkatalogisierung in einer Normdatei. Das ist die GND, die gemeinsame Normdatei. Und die Einträge sind in der bibliografischen Beschreibung, also bei der Beschreibung zu den Ressourcen, Links zu Normdatensätzen. Hier ist ein Beispiel für historische Schlagwörter. Das können Sie so in unserem Katalog sich anschauen. Ein Buch über die Entwicklung des Bibliothekswesens in der DDR von 1985. Unten sind die Schlagwörter. Sie sehen, die sind einfach schwarz. Das sind also keine Hyperlinks, sondern es sind einfache Textphrasen. Wir haben hier eine zweite Auflage von 1986 und da sehen wir, dass hier die Schlagwörter Hyperlinks sind. Die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt hat seit 1986 mit Schlagwörtern gearbeitet. Deswegen hat die zweite Auflage Schlagwörter. Also wir haben so einen heterogenen Zustand in unserem Katalog. Jetzt ist die Frage, oder ich gehe noch mal kurz darauf ein, falls es nicht bekannt ist, was sind Normdaten? Also eine Entität wie eine Person, eine Körperschaft, ein Geografikum oder ein Sachverhalt wie Bibliothek, kulturelle Einrichtung und so weiter kann durch einen Datensatz dargestellt werden. Der ist Teil einer Normdatei und hat einen eindeutigen Identifier. Und die Erstellung dieses Datensatzes folgt Regeln. Es gibt dafür eine bevorzugte Benennung, unter der diese Entität zitiert wird. Im Normdatensatz sind aber auch abweichende Benennungen eingetragen, die bei einer Suche in dem Datensatz automatisch mit abgefragt werden. Und der Datensatz kann viele weitere Elemente enthalten wie Erläuterungen und so weiter. Und außerdem sollten Sachbegriffe in ein Netz von Ober- und Unterbegriffen eingebunden sein. Hier habe ich ein Beispiel für einen Normdatensatz aus unserem Katalog. Oben den eindeutigen Identifier, den bevorzugten Namen, Falklandinseln, die ganzen abweichenden Namen, dass die Referenz, das Nachschlagewerk, nachdem es erfasst wurde, das folgt Regeln und noch so verschiedene andere Angaben. Ich habe das Beispiel bewusst gebracht, weil hier schon, wenn man darüber nachdenkt, ganz viel Musik drin ist. Und vor einigen Jahrzehnten gab es den Falklandkrieg und da war das schon ziemlich schwierig, Falklandinseln zu sagen. Aber es gibt Gründe, warum wir diese Vorzugsbenennung so haben und auch der Meinung sind, dass es dem Prinzip der Neutralität gerecht ist. Hier finden Sie Informationen zu GND mit den Links. Ich stelle Ihnen die Folien gerne zur Verfügung. Ich weiß nicht genau, wie das gehandhabt wird, aber dann können Sie sich damit beschäftigen, wenn Sie das möchten. Hier haben Sie noch weitere Informationen zu den Normdatensätzen der GND. Und indem Sie Normdaten benutzen, haben Sie eine Möglichkeit, Ihre Ressourcen zu vernetzen und im Internet miteinander in Beziehung zu setzen. Also für Sie als Anwender im Kulturbereich könnte die GND, die Arbeit mit Normdaten, ein wertvolles Instrument sein. Jetzt ist hier nochmal ein Beispiel für den Normdatensatz Deutschland-DDR. Da sind also ganz, ganz verschiedene abweichende Namensformen, die alle mitgesucht werden können, ohne dass man unterschiedliche Textphrasen braucht. Mit diesem Normdatensatz ist das alles abgefrühstückt sozusagen und daneben der Normdatensatz für den Sachverhalt Bibliothek mit unterschiedlichen Synonymen. Ja, Schlagwortkatalogisierung mit Normdaten. Also man sollte Schlagwortkatalogisierung bedeutet, dass man ein kontrolliertes Vokabular hat. Es müssen keine Normdaten sein, aber wenn man Normdaten benutzt, hat man sehr viele Vorteile. Normdatensätze werden beständig gepflegt. Es gibt fachlich verantwortliche Menschen und Gremien. Die veralteten Benennungen werden aktualisiert. Kritische Benennungen werden erklärt. Und die Entscheidungen der zuständigen Gremien werden dokumentiert. Hier habe ich Beispiele dafür. Geistige Behinderung, das ist ein heutiger Normdatensatz oder die Vorzugsbenennung für einen Sachverhalt, der früher, noch vor 40 Jahren, oft mit Schwachsinn bezeichnet wurde. Wir können das Wort Schwachsinn nicht völlig streichen, weil es ist im Retrieval notwendig. Alte Literatur
benutzt, also in der alten Literatur wird dieses Wort benutzt, aber wir empfinden das heute als unangemessen. Deswegen ist es kommentiert und es ist auf keinen Fall die Vorzugsbenennung. Und dasselbe ist es mit der taubstummen Frau. Da sagt man heute gehörlose Frau. Es gibt ganz andere Bereiche, diese ganzen großen Sachverhalte, die gesellschaftlich intensiv diskutiert werden. Das ist gerade im Bereich der Personengruppen, Eskimo und Inuits. Nach langen, langen Diskussionen hat man sich dann doch dazu durchgerungen im August letzten Jahres, dass Eskimo beibehalten wird und nicht die Vorzugsbenennung auf Inuit geändert wird. Der Hintergrund, es gibt Gruppen von indigenen Völkern, die sich selber Eskimos nennen und eben nicht Inuits. Ja, es ist alles super kompliziert und dieses immer so knapp darzustellen in den Datensätzen ist immer wieder eine große Herausforderung. Aber alle die, die dann wirklich Inuit sind, die haben als Vorzugsbenennung Inuits. Wenn man Normdatensätze bei der Schlagwortkatalogisierung einsetzt, dann hat man einen Link zu dem Normdatensatz in der bibliografischen Beschreibung. Und wenn der Normdatensatz korrigiert wird, sind automatisch alle Dokumente, die mit diesem Normdatensatz verlinkt sind, mitkorrigiert. Das ist der ganz große Vorteil. Bei den historischen Schlagwörtern, bei den Textstrings ist das nicht der Fall. Und deswegen haben wir als Nationalbibliothek, wir sind ja immer irgendwie auf dem Präsentierteller, dann finden Leute Schlagwort Schwachsinn, dann sagen die, was haben die denn für einen Schwachsinn gemacht? Und sowas möchte man nicht immer. Und deswegen haben wir ein kleines Projekt gestartet, dass diese historischen Schlagwörter in Normdatensätze umgewandelt werden sollen. Das sollte eigentlich schon umgesetzt worden sein, ist leider nicht der Fall, weil immer alles länger dauert als gewünscht. Aber wenn wir hier dieses alte Buch von 1983, das ist jetzt ja auch schon wieder knapp 50 Jahre alt, ein medizinischer Titel, da geht es um Schwachsinn, aber heute würde man das nicht so sagen, sondern geistige Behinderung würde sagen. Und wenn das Projekt gelaufen ist, sind alle diese historischen Schlagwörter in Normdatensätze umgewandelt und man hat dann direkt am Titel, an der Ressource, eine Vorzugsbenennung, die im Augenblick gesellschaftlich akzeptiert ist. Es gibt aber auch in der Formalkatalogisierung den Einsatz von Normdaten. Die häufigste Anwendung ist, dass die Urheber von Ressourcen mittels Normdaten verzeichnet werden. Die Urheber von Ressourcen sind Körperschaften oder natürliche Personen und nach dem Regelwerk werden bei Personen Lebensdaten sowie Berufe und Wirkungsdaten erfasst. Und jetzt ist die Herausforderung, bleiben die Persönlichkeitsrechte der Personen geschützt? Sind die Angaben zu den Personen neutral? Also das müsste man, wenn man einen Normdatensatz erstellt, abhaken, dass die Berufs- und Tätigkeitsangaben sensibel vergeben werden, dass es eine knappe Beschreibung ist, weder glorifizierend noch diskriminierend und dass man sicherstellen kann, wenn Personen von ihren Persönlichkeitsrechten Gebrauch machen, dass dann auch Informationen aus dem Datensatz dauerhaft entfernt werden. Hier haben Sie ein Beispiel, ein litauischer Polizeibeamter, inzwischen verstorben. Sie sehen die Lebensdaten, die Zeit, in der er gelebt hat, alles mögliche, Geburtsort, Sterbeort und eine kurze biografische Angabe, Polizeifunktionär und so weiter. Und dann eine Berufsangabe, Polizeibeamter, das ist zutreffend. Und dann Kriegsverbrecher. Nach unseren Regeln ist das nicht zutreffend, aber leider die Normdatei wird gemeinschaftlich erstellt und wir haben im Augenblick nicht die Möglichkeit, das technisch zu unterbinden, dass Sachbegriffe, die in gewisser Weise diskriminierend sind oder die Persönlichkeitsrechte von Menschen verletzen, fälschlich so erfasst werden. Deswegen müssen wir immer von Zeit zu Zeit diese Begriffe durchgehen und mit der Hand korrigieren. Aber einfach nur als Beispiel, an was gedacht werden muss. Hier haben wir einen sehr, sehr kurzen Datensatz. Und Sie fragen sich, ja, eigentlich sind doch Lebensdaten verbindlich und vorgesehen. Ja, sind sie. Aber diese Person hat darum gebeten, dass diese Lebensdaten entfernt werden. Und das wurde getan. Und
Sie können noch nie wieder eingetragen, können nicht wieder eingetragen werden. Der Datensatz ist geschützt. Und damit komme ich schon zum Ende. Also wenn wir Normdaten benutzen und Normdaten entwickeln, dann lassen wir uns daran erinnern, dass wir die natürliche Sprache benutzen. Die ist dem Sprachwandel unterworfen und damit auch oft einem gesellschaftlichen Bedeutungswandel. Und dann muss sichergestellt werden, dass die Normdaten diese Änderungen berücksichtigen und dokumentieren können. Die Normdaten haben eine Vorzugbenennung, also die Zitierform, die sollte neutral sein. Die Normdaten werden nach Regelwerken erstellt. Die zugrunde liegenden Regelwerke müssen diese Neutralität gewähren. Und zum Beispiel bei dem Beispiel Falklandinseln, nach den Regeln wird der im Deutschen gebräuchliche Name genommen, gemäß vereinbarter Nachschlagewerke. Und das ist diese Meyers, zum Beispiel diese Meyers-Enzyklopädie. Und dadurch kann man sagen, das ist neutral und das hat, es ist nicht parteiisch. Die Inhalte von Normdaten von Personen müssen die Persönlichkeitsrechte wahren. Und wenn irgendjemand sich davon, also den Eindruck hat, das ist nicht der Fall, dann muss es möglich sein, dass er Informationen dauerhaft entfernen lassen kann. Und Tätigkeitsangaben, biografische Informationen sollen immer neutral und wertschätzend sein. Das sind sehr weite Felder, sehr große Aufgabe. Und das hatte ich Ihnen jetzt hier zu dem Thema zusammengestellt. Wenn Sie Fragen haben, gerne, Sie können es mir auch schriftlich stellen. Es ist jetzt so für die Praxis, die wir täglich haben. Gut. Super. Vielen Dank, Frau Schieben. Ich finde das sehr spannend. Ich weiß nicht, ob andere das, also für wie relevant Normdaten jetzt für auch für das Publikum hier im sind, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Beitrag, um sich über die Fragen von Datengrundlagen Gedanken zu machen, ne? Und auch um die Frage, in welchen Frameworks bewegen wir uns in der Entwicklung von neuen Systemen. Also jetzt zum Beispiel, ich komme aus dem Bereich Museumsdaten und da spielen natürlich Normdaten in den Metadaten eine enorm große Rolle und auch vor allem die Arbeit mit Text-Frameworks. Semantic Web ist natürlich Grundlage. Insofern ist eine total wichtige, zentrale Frage, was sind das für Frameworks, in denen wir uns bewegen, was sind das für Begriffe, wie können wir sicherstellen oder überprüfbar machen, welche Begriffe da eigentlich verwendet werden? Wie gehen wir damit um, dass es eben historisch rassistische, ableistische, kolonialistische Begriffe gibt und kann es da Verfahren geben, um das transparent zu machen oder eben auch sensibel damit umzugehen? Ich glaube, das ist eine total wichtige Frage. Und eben auch die Frage danach, Sie haben einerseits den Anspruch an Neutralität formuliert und andererseits diesen Redaktionsprozess auch, der sich über die Zeit historisch natürlich einstellt, also wie man den auch weiterhin sichtbar oder auch lernbar machen kann. Also kann man sowas für Maschinen lernbar machen zum Beispiel? Auch eine interessante Frage. Ich sehe eine Meldung von Lukas Fuchsgruber. Es sei denn, Frau Schieben, Sie wollen jetzt zu den Punkten, die ich gerade gesagt habe, direkt was sagen. Sie haben ja keine Fragen gestellt, Sie haben ja nur gesagt. Danke. Ja. Lukas? Ja, vielen Dank. Das waren sehr, sehr interessante Einblicke, auch dadurch, dass Sie es in diese aktuellen Debatten auch um diskriminierende Sprache und sich wandelnde historische Terminologien gebunden haben. Und ich war einfach nur neugierig. Ich habe zwei Fragen. So einmal, wenn so ein Problem sozusagen erkannt wurde, wie dass die, Sie hatten es so Bezeichnungen für Volksgruppen genannt, wie dieser Redaktionsprozess eigentlich passiert, werden dann VertreterInnen dieser betroffenen Gruppen, von Diskriminierung betroffenen Gruppen einbezogen oder wie funktioniert das? Das würde mich interessieren. Und das Zweite, diese Änderungen, gibt es dafür auch so eine Art Logbuch oder so, also so Versionsunterschiede? Also kann ich
Kann ich das nachschauen, wenn da jetzt die so und so Insel steht, wie das vorher hieß und wie das in der vorherigen Version hieß, weil das sind ja eigentlich voll die interessanten historischen Daten selbst dann wiederum, also für eine Forschung zur Entwicklung von Normierungen von Daten. Okay, aber vielen Dank, das war ein toller Einblick. Also zunächst, wir haben ein kompliziertes Redaktions... einen komplizierten Redaktionsprozess sowieso. Es gibt Gremien, die sich mit, die fachlich für alle Normdatensätze zuständig sind. Und da sind Vertreter, ich weiß nicht, ich habe jetzt meine Stimme verloren. Da sind Vertreter aus dem ganzen bibliothekarischen Raum von Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei. Und die haben diese Themen, jetzt gerade was Eskimos und Inuits und so weiter anbetrifft, auch mit den Fachcommunities an den Universitäten. Die Bibliotheken sind ja angebunden an die Universitäten, rauf und runter seit vielen Jahren diskutiert. Es ist nicht so, dass wir die betroffenen Gruppen selber interviewen, sondern wir sind mittelbar als Bibliotheken, gehen wir nach den Regeln, die formuliert sind, vor. Und das, was diese Gruppen selber wollen, wird ja dann dokumentiert in irgendwelchen Nachschlagewerken. Ich hätte andere Beispiele machen können, zum Beispiel Farbica und People of Color. In den 80er Jahren war Farbica das Top-Wort. Heute ist es diskriminierend. Heute sagt man People of Color. Also da ist man ständig in der Diskussion. Wir kriegen aber auch Anregungen von den betroffenen Gruppen selber und setzen uns damit auseinander. Mit der Versionierung, es gibt erst seit einiger Zeit eine Möglichkeit, dass man in der Datenbank unterschiedliche, also frühere Versionen sich angucken kann. Und wir arbeiten daran, dass die Normdatei sozusagen jährlich eingefroren wird und als Stand erhalten wird, weil diese historischen Fragen sind sehr interessant, aber da hat man viele Jahre nicht drüber nachgedacht und hat es deswegen nicht wirklich berücksichtigt. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Frau Schäben, ich gucke gerade nochmal in die Runde, ob es noch Fragen gibt. Scheint gerade sonst nicht der Fall zu sein. Wir hatten jetzt gerade eine ganz kurze Abstimmungsrunde, ob eine die wir, glaube ich, noch brauchen, ob eine Pause benötigt wird oder ob wir direkt weitermachen wollen mit dem nächsten Beitrag. Vielleicht machen wir ein kurzes Stimmungsbild, ob eine Pause benötigt wird. Ich muss jetzt leider gehen, weil ich auch noch andere Sachen hatte und so kurzfristig eingesprungen bin. Ich wünsche noch eine schöne Sitzung. Ganz herzlichen Dank, Frau Schäben. Ja. Einblick in die Entwicklung von Normdaten und die Diskussion darin. Ja. Gut. Dann auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank. Genau, wir haben den nächsten Beitrag von Dr. Steffen Thoma, der auch schon im Raum ist. Und wir hätten jetzt hallo, Herr Thoma, vom Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe, der uns gleich einen Einblick geben wird zum Thema Explainable AI versus Deep Learning, also die Frage von, wie können wir eigentlich die Blackbox-KI, wie es häufig so schön genannt wird, öffnen, wie kann man Algorithmen erklärbar, zugänglich, transparent machen für Nutzerinnen und auch Entwicklerinnen oder auch Forschung und auch die Öffentlichkeit und bis zu welchem Grad wollen wir das eigentlich oder brauchen wir das? Oder auch können das. Und das ist der nächste Beitrag. Und jetzt frage ich noch mal ganz kurz in die Runde, ob eine Pause benötigt wird oder ob wir direkt weitermachen wollen. Keine Meldung ist auch eine Meldung.
sind alle total gespannt. Ich glaube auch. Dann herzlich willkommen, Herr Thoma, und wir sind gespannt, wie wir die Blackbox öffnen können. So, Sie können meine Slides sehen. Ich kann Sie gerade nicht sehen. Könnten Sie kurz sagen, ob ich Sie die Slides sehen? Ja, sieht man sehr gut. Okay, dann vielen Dank nochmal für die einleitenden Worte. Genau, mein Titel für heute für den Vortrag ist Explainable AI oder vielmehr Explainable Deep Learning. Warum ich jetzt hier das AI weggestrichen habe, werde ich gleich auch noch erklären. Also im Vortrag soll es um nachvollziehbare KI gehen. Aber zuerst noch kurz zu mir. Also ich bin Abteilungsleiter am FZI von der Abteilung Wissensmanagement, in der wir jetzt seit über 20 Jahren uns mit Fragen der KI beschäftigen, in den Anfängen eher mit expliziten Dingen im Semantic Web und in den letzten Jahren vermehrt mit Machine Learning und Deep Learning. Das Ziel von unserer Abteilung ist im Prinzip die Auswertung von großen Datenmengen aus den unterschiedlichsten Quellen, um eine Entscheidungsunterstützung oder Automatisierung herbeiführen zu können. Und dabei arbeiten wir auf den unterschiedlichsten Daten, seien es Zeitreihendaten, Text, Tonaufnahmen, Bilder oder Wissensgrafen. Und daran anschließend sind quasi diese zwei große Themenblöcke für uns interessant, nämlich die Datenverarbeitung und das maschinelle Lernen. Und das bedingt sich auch gegenseitig, denn ohne Daten ist maschinelles Lernen einfach nicht möglich. In der Übersicht will ich bloß noch kurz auf das Explainable AI eingehen, was hier in der Mitte ist, was bei uns oft im Zusammenspiel mit Interactive Machine Learning steht. Das heißt, dass man den Menschen mit einbezieht. Und wenn man den Menschen einbezieht mit der KI, dann sollte eigentlich die künstliche Intelligenz auch für ihn nachvollziehbar sein, erklärbar, sodass die Interaktion und das Einbeziehen auch gelingt. Als FZI stehen wir quasi auch zwischen Forschung und Praxis. Unser Stiftungsauftrag ist der Transfer von Technologie in die Praxis. Das heißt, wir transferieren Grundlagenforschung, angewandte Forschung in die Praxis, nehmen aber gleichzeitig auch Impulse in die Forschung wieder auf, sodass wir uns nicht im Elfenbeinturm verirren. Ja, am FZI sind momentan so circa 250 Mitarbeiter, davon 200 wissenschaftliche Mitarbeiter, die einen Doktortitel haben oder einen verfolgen. Und dann noch weitere 200 wissenschaftliche Hilfspersonal, also studentische Hilfskräfte, sodass wir die ganz vielen Projekte, weit über 150 Projekte aus öffentlich geförderten Projekten in Direktbeauftragungen meistern. So viel kurz zum FZI. Jetzt geht es dann weiter mit dem Thema. Zuerst möchte ich kurz eine Chronik von den letzten KI-Durchbrüchen zeigen, wo die KI unserer Meinung immer wieder einen neuen Schritt gemacht hat und nochmal stärker wurde und Dinge geschafft hat, die wir davor für unmöglich hielten. Angefangen bei 1997, als das System von IBM, Deep Blue, den damaligen Weltmeister im Schach besiegen konnte, was zu dem Zeitpunkt als unmöglich angesehen wurde, dass eine Maschine das schaffen kann. Damals wurden Suchbäume intelligent benutzt und man hat dann die Vermutung gehabt, okay, Schach ist lösbar für eine Maschine, aber sowas wie Fragen und Antworten, das ist es auf keinen Fall. Das hat eine ganze Zeit gedauert, aber bis 2011, als dann IBM mit dem System Watson um die Ecke kam und auch die Gaming-Show Jeopardy gewinnen konnte gegen die besten menschlichen Spieler zu der Zeit. Das heißt, man hatte dort ein System entwickelt, was das Information Retrieval, also das Auffinden von dieser Information in großen Textmengen ermöglicht hat. Dann weitere 5 Jahre später ist es wieder ein Spiel gewesen, AlphaGo von DeepMind dieses Mal, was deutlich mehr Stellungen zulässt als Schach und weithin als unlösbar gegolten hat. Hier sind dann auch zum ersten Mal dann neue Techniken zur Anwendung gekommen oder in der Kombination von neuronalen Netzen, sogenannten CNNs in diesem Fall, mit Reinforcement Learning. Aber hier hatte man dann auch wieder den Fall, dass man quasi ein restriktives Board hat und eigentlich alle Zustände abgebildet hat. Man hatte eigentlich die Vermutung, dass es länger dauern würde, aber auch die Textdomäne konnte erobert werden. 2020, dieses Mal nicht in einem Wettbewerb oder ähnlichem, hat OpenAI
ein Modell erfunden, das GPT-3, was es ermöglicht, automatische Texte zu erzeugen auf Basis von wenigen Keywords, die vorgegeben werden. Man kann sich das so vorstellen, man gibt dem System ein paar Keywords und das vervollständigt dann ganze Absätze, Seiten, die über das Thema handeln. Das ist einigermaßen in sich kohärent, aber gut genug, um jetzt auch Fake News oder Ähnliches zu erzeugen, weswegen auch OpenAI das lange nicht öffentlich verfügbar machen wollte. Jetzt nochmal zurück zu dem Anfangstitel, warum ich hier das AI durchgestrichen habe, weil AI ist nicht Machine Learning und nicht 1:1 auch Deep Learning, sondern da gibt es kleine Unterschiede. Das sind eigentlich Teilmengen voneinander. Zum einen hat man das Artificial Intelligence, AI, und in der Menge ist alles enthalten, was irgendwie die menschliche Intelligenz imitiert. Sei es Entscheidungsbäume, wie hier dargestellt, dass man quasi immer eine Frage hat und dann, wenn man sie ja beantwortet oder nein, in den anderen zwei geht, oder zum Beispiel Alter abfragt und bei Größe 18 geht man in den rechten Zweig und bei kleiner 18 in den linken Zweig oder ähnliches. Und natürlich sind auch alle anderen Techniken enthalten, die im maschinellen Lernen auch auftreten. Das maschinelle Lernen, ML genannt, ist im Prinzip eine Teilmenge von der KI, in der oft von Daten gelernt werden, also sogenannte Muster gelernt werden, die dann auch auf neuen Daten angewandt werden können, sodass man die unterscheiden kann. Und davon wiederum eine Teilmenge ist das Deep Learning, das mittels tiefen neuronalen Netzen und riesigen Trainingsdatenmengen erzeugt wird. Und im Prinzip, wenn wir über Explainable AI heutzutage reden, dann reden wir eigentlich meistens über Deep Learning, dass wir das erklären wollen. Weil die Ansätze, die jetzt hier draußen sind, im Blauen, die sind meistens schon erklärbar oder sind schon, ja, aufgrund der Natur, wie sie entstehen, schon erklärbar und interpretierbar. Wie zum Beispiel in den Entscheidungsbäumen oder wenn das, dann das Regeln. Während es bei Deep Learning hier mehrere Knoten gibt, hier ist bloß ein paar, das wäre wahrscheinlich immer noch im maschinelles Lernen eigentlich untergebracht, weil in der Praxis, was wir als tiefe neuronale Netze nennen, haben Hunderttausende von diesen Verbindungen und das ist für einen Menschen dann unmöglich, noch ohne Visualisierung, ohne alles da nachvollziehen zu können, was in dem neuronalen Netz passiert und warum die Entscheidung oder der Output herauskommt, den man sieht. Dazu vielleicht noch eine kurze Übersicht, dass, wie wir Whitebox und Blackbox unterscheiden. In der Whitebox haben wir quasi Zugriff auf das System und können selber reingucken und können das verstehen, wie das zum Beispiel bei Entscheidungsbäumen der Fall ist. Auf der anderen Seite haben wir so eine Blackbox. Entweder wir können gar nicht reingucken oder das Reingucken würde uns ohne Hilfsmittel jetzt gar nichts helfen. Das ist jetzt so als schwarze Box dargestellt, so wie ich es im Folgenden dann auch verwenden werde. Und wenn man sich dann anguckt, was erklärbar ist und was weniger erklärbar ist, dann sieht man, dass man so einen ganzen Zweig hat, die traditionelle Statistik, die erklärbare Modelle haben, lineare Modelle, kausale Modelle, die dafür auch ausgelegt waren, dass sie von Menschen interpretiert werden können. Während man rechts bei Machine Learning eigentlich immer so eine Genauigkeit optimieren wollte, die beste Performance, aber es nicht die Erklärbarkeit im Ziel war. Und deswegen ist es gerade auch bei Deep Learning, Reinforcement Learning relativ schwierig, da herauszufinden, warum Entscheidungen getroffen werden. So, jetzt, warum wird XAI überhaupt benötigt? Wir haben gehört, dass es in der Rechtsprechung Gesetzestexte gibt, die das verlangen. So ist zum Beispiel es nötig, dass man aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik bereitstellen müsste oder dass dies in präziser, transparenter, verständlicher Form dargestellt werden muss. Das ist alles dann auch zum Ziel der Fairness, dass die Entscheidung fair und objektiv ist. Also gerade so, dass es keinen Bias gibt, keine Unterscheidung zwischen Mann, Frau oder der Hautfarbe oder Ähnlichem. Und es ist einfach verständlich, ist auch ein bisschen schwierig zu finden, was es einfach verständlich sein kann, weil für den einen ist es so eine Darstellung wie rechts unten mit diesem Alpha und X verständlich, aber für die meisten dürfte es so eine Darstellungsform nicht sein,
Und man kann sich vorstellen, sobald es irgendwie mehr als 10 Werte sind, wenn man über Tausende redet, dass es dann nicht mehr verständlich ist, wenn man das in so einen Raum bekommt. Das war jetzt so die ethische Seite mehr oder weniger von Fairness, warum man XAI benötigt. In der technischen, da ist es so, dass man damit auch Robustheit und Generalisierbarkeit oder ein Debugging hinbekommen kann. Also dass das System auch in anderen Kontexten funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dass man herausfindet, warum. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt in der Fabrik ein kamerageschütztes System, dass ich weiß, dass keine Person im gefährdeten Raum steht. Und das System erkennt das in aller einen Fabrik immer super. Und jetzt setze ich das gleiche System in der anderen Fabrik ein, aber es funktioniert nicht mehr. Und dann finde ich am Ende raus, dass es am Ende daran lag, dass in der einen Fabrik immer gelbe Helme getragen wurden, in der anderen blauen. Und das System eigentlich bloß gelernt hat, okay, die gelben Punkte, die muss ich zählen und gucken, ob das in dem Bereich ist oder nicht. Was natürlich was ganz anderes ist, was wir eigentlich der KI beibringen wollten. Genau. Von der, also Explainable AI soll dann quasi die Hilfestellung sein, KI-Systeme für den Menschen verständlich zu machen, sodass der Mensch auch in der Lage ist, die Grenzen von dem System abzuschätzen. Jetzt hier im Whitebox-Fall habe ich einen Input, ich sehe, was im System vorgeht und habe einen Output und ich kann auch verstehen, was im System vorgeht. Bei Entscheidungsbäumen ist das relativ gut möglich. Bei anderen Modellen, vor allem bei neuronalen Netzen, ist das Interpretieren relativ schwierig. Das heißt, wenn ich ein Bild habe im autonomen Fahren wie das hier und die KI nur ausspuckt Bremsen, dann kann ich hier nicht reingucken und sehe, warum das ist, der Fall sein soll. Sondern ich brauche nochmal eine extra Erklärkomponente, die mir wie hier zum Beispiel eine Heatmap erzeugt, eine sogenannte, in der ich sehe, auf was geachtet wurde. Hier sieht man, dass rund um das Stoppschild besonders viel Aktivität vom neuronalen Netz ist, wodurch man hier schließen kann, dass es wohl das Richtige gelernt hat und aufgrund des Stoppschildes den Vorschlag macht, hier zu bremsen. Jetzt würde ich noch weitergehen mit drei akademischen Beispielen, bevor ich dann noch in praktischen Beispielen zeige, wie wir XAI benutzt haben in der Vergangenheit. Hier ist ein berühmtes Beispiel des Wolf-Husky-Klassifikators. Hier wollte man quasi ein System trainieren, das Wölfe und Huskies voneinander unterscheiden kann. Das heißt, man gibt dem System am Ende, nachdem das gelernt wurde, einfach ein Bild wie dieses Husky-Bild und das System sagt am Ende, ob es ein Wolf oder ein Husky ist. Wie man es hier sieht, sagt das System, dass es ein Wolf ist. Und ohne die Erklärkomponente hätten wir jetzt gar keine Chance zu gucken, warum. Und mit der Erklärkomponente bekommen wir jetzt quasi die Information hier diesem Mann gezeigt, welche Ausschnitte von dem Bild relevant waren für die Klassifikation als Wolf. Und wie wir sehen, ist es eigentlich gar nicht der Wolf selbst, der ist hier irgendwie genutzt wurde, um die Klassifikation zu machen, sondern der Hintergrund. Im Prinzip auch bloß der Hintergrund, der Schnee ist. Also im Prinzip hat es überhaupt keine Information von dem Hund benutzt. Und wenn man sich dann die Trainingsdaten ansieht, dann findet man auch den Grund relativ gut heraus. Denn fast alle Bilder, auf denen Wölfe sind, auf denen ist auch Schnee. Aber bloß auf den sehr seltenen Bildern von Huskies ist auch Schnee drauf. Und dadurch hat man sich hier im Prinzip einen Schneeklassifikator gebaut, mit dem Wölfe erkannt werden, sobald Schnee drauf ist und ansonsten Huskies. Ein anderes berühmtes Beispiel ist dieses hier, in dem man Bilder trainiert hat auf die Erkennung von Pferden und anderen Tiere. Und das KI-System hat auf den Trainingsdaten immer perfekt oder sehr gut die Pferde erkannt. Aber sobald man neue Daten reingegeben hat in das System oder neue Aufnahmen von Pferden gemacht hat und es getestet hat, hat es einfach nicht funktioniert. Und hier mit der Erklärkomponente, wenn man hier wieder eine Heatmap erzeugt, dann sieht man, auf welchen Bereich des Bildes das Netz geschaut hat. Und in dem Fall war es hier links unten, was hier quasi dem Wasserzeichen pferdefotoarchiv.de entspricht. Das heißt, das System hat im Prinzip nur gelernt, das Wasserzeichen zu erkennen und auszulesen. Was natürlich auch nicht der Sinn ist. Und wenn wir jetzt Bilder reingeben oder sogar das gleiche Bild ohne Wasserzeichen, sieht man es in der
in der Heatmap, dass es keinen Punkt mehr gibt, wo so richtig viel Aufmerksamkeit ist und das Pferd auch nicht erkannt wird und das ganze KI-System eigentlich nutzlos ist. Man sieht schon daran, dass da die Datengrundlage relativ wichtig ist und da muss man auch aufpassen, weil es gibt auch einen Unterschied zwischen Korrelation, also dass Dinge bloß gleichzeitig, dass Dinge gleichzeitig auftreten, zu Kausalität, dass Dinge auch einen kausalen Zusammenhang haben. Da sind zwei Beispiele, die man öfters benutzt, auch, dass je mehr Feuerwehrleute bei einem Einsatz sind, desto größer ist der Schaden an den Gebäuden und der Einsatz wird teurer. Das heißt, man sollte vielleicht weniger Feuerwehrleute einsetzen. Oder das andere Beispiel, je weniger Haare ein Mensch hat, desto reicher und kreditwürdiger ist er. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann ist eigentlich weniger Haare vermutlich nicht der Grund, warum jemand reich oder kreditwürdig ist. Es ist eher so, dass die meisten reichen Menschen Männer in höherem Alter sind und dadurch weniger Haare haben. Und solche Unterschiede von Korrelation und Kausalität kann ein System nicht erbringen. Damit würde ich jetzt dann auch zu den zwei Beispielprojekten kommen, in denen wir XAI eingesetzt haben. Das erste ist Artification, bei dem wir in einem Museum Technologie eingesetzt haben, um für einen Besucher möglichst geeignete Bilder vorschlagen zu können, Kunstobjekte vorschlagen zu können, sodass er sich diese in der Sammlung angucken kann. Dazu haben wir ein System gebaut, das auf den Medienstellen der Staatsgalerie Stuttgart läuft, in dem sich ein Besucher ganz einfach durchklicken kann, indem er dann auch seine impliziten Präferenzen kundtun kann. Das heißt, der Nutzer bekommt dann immer zwei Kunstobjekte angezeigt und kann sich dann entscheiden, welches ihm besser gefällt oder welches ihm schlechter gefällt. Und daraus wird dann ein Profil gelernt, was dann dazu genutzt wird, noch andere passende Kunstobjekte ihm zu zeigen. Das System ist so aufgebaut, dass man am Anfang quasi so von einem Avatar, dem Kai, begrüßt wird und man dann auch zwei Wege in das Museum hat. Zum einen kann man einfach die Auswahl treffen, was einen interessiert oben. Dann gibt man einfach das Zeitalter an und was man sehen möchte, ob das Statuen sind, Gemälde, ob es abstrakt sein soll und so weiter. Wenn man auf der anderen Seite Präferenzvorschläge bekommen will für passende Gemälde und so weiter, dann geht man unten drauf und dann macht man 10 Vergleiche. Also man wählt immer das Bild aus, was einem besser zusagt in einem Kunstobjekt und dann lernt das KI-System die Präferenzen und schlägt dann darauf noch weiteres vor. In dem System selbst haben wir quasi für jeden Zwischenschritt dann auch immer hinterlegt, was Kai gerade macht oder was im Hintergrund mit der KI passiert. Das heißt, hier, wenn man auf das I drückt, bekommt man die Information, dass gerade das Sampling und Hashing ist, mit einer Erklärung auch, was da gemacht wird. Und letzten Endes bekommt man auch ganz am Ende nochmal, wenn man die ganzen Vergleiche gemacht hat, nochmal so eine Zusammenfassung, was es im Hintergrund läuft, dass es trainiert wird, das neuronale Netz, dass es die passenden Kunstwerke sucht und dann einen anzeigt. Die Ergebnisseite sieht dann wie folgt aus. In dem Fall wurden zwei Objekte gefunden und man kann sich jetzt dieses Objekt genauer ansehen. Währenddessen kann man immer noch auf mehr erfahren klicken, um nochmal irgendwas über Machine Learning allgemein sich anzeigen zu lassen, was hier passiert ist. Und auf der Seite von dem Bild selbst findet man dann auch so ein Nutzerdiagramm, also eine Abgleich oder Erklärung, warum einem dass es vorgeschlagen wird. In dem Fall ist es so, dass das Exponat hier, das Perseus und die Krähen, die Eigenschaft hatte, dass es Leinwand, realistisch, Gemälde, Öl, 19. Jahrhundert, relativ viel Grau drin ist, was mit meinem Profil, als ich das durchgeklickt habe, übereinstimmt, in dem, dass es eine Leinwand ist, 19. Jahrhundert, und ich wohl beim Durchklicken auch eine Präferenz für graue Bilder hatte. So viel zu dem einen Projekt. In einer anderen Domäne, in der Produktion, haben wir auch momentan noch ein öffentlich gefördertes Projekt, das Projekt MetaLearn, in dem wir die Entscheidungsunterstützung für die Parametrisierung von Maschinen machen. Das kann man sich so vorstellen, dass es einen Maschinenführer gibt, der die Maschine nach seinem besten Wissen und Gewissen einstellt und dann Teile produziert in Fertigung.
Und wenn jetzt ein neuer Kollege, Kollegin eingestellt wird und da anfängt, hat der oder die noch gar nicht das Wissen, das richtig einzustellen. Und da möchte man jetzt quasi mit KI einen Vorschlag generieren, wie das eingestellt werden soll, wie es parametrisiert werden soll. Und dann gleichzeitig eben auch eine Erklärung zurückgibt, warum das so eingestellt wird, sodass ein Lernprozess einsetzt. Das heißt, wir geben wieder Informationen von Auftragsdaten in das KI-System, sei das heißt es Jahrestag, Wartung, wann die Maschinen das letzte Mal gewartet wurden, welche Warengruppe, Personalnummer von den Leuten, die damit beauftragt sind, beziehungsweise des Maschinenführers, und gibt das ins KI-System und das schlägt dann eine Parametrisierung vor und auch eine Wahrscheinlichkeit, dass das Teil, das da gefertigt wird, IO oder NIO, also in Ordnung oder nicht in Ordnung ist. Und dann kann man quasi daraus die Parametrisierung übernehmen. Wenn man sich das jetzt anguckt, wenn man die Auftragsdaten reingibt und was hinten rauskommt als in Ordnung oder nicht in Ordnung, dann sieht man, kann man aufschlüsseln mit dem sogenannten Chef-System, welche Eigenschaften es welchen Beitrag geleistet hatten. Man sieht hier, dass der letzte Service, die Laufzeit, der aktuelle Jahrestag wichtige Faktoren sind oder die Anzahl an Services. Aber der überwiegende Teil, der auch dann das ausgibt, ob es in IO oder NIO ist, ist die Personalnummer. Wir haben also quasi ein System hier oben gelernt, was uns gar nichts bringt, weil die Personalnummer ist etwas, was irrelevant sein sollte für die optimale Parametrisierung. Wir haben im Prinzip hier gelernt, dass der Mitarbeiter mit der Personalnummer 68 wohl sehr gute Leistungen erbringt und bei ihm das gut klappt, was uns aber nicht hilft, eine gute Parametrisierung zu finden oder neue Mitarbeiter dann einzulernen. Das Gleiche findet man auch, wenn man eine Maschinennummer eingibt, dass das entscheidende Kriterium ist, weil dann auch quasi da die Maschine des Maschinenführers benutzt wird. Und um das rauszubekommen, muss man hier im Datensatz wieder die Personalnummer ersetzen und dann neu das KI-System lernen, sodass sich das auf die Eigenschaften beschränkt, die tatsächlich aussagekräftig für sowas sein sollen. Gut. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Kosten für ein erklärbares Modell fast immer auf die Genauigkeit des KI-Modells eingeht. Also wenn man ein erklärbares Modell will, wie die Entscheidungsbäume, dann ist man halt beschränkt in der Performance, die das System erbringen kann. Vor allem, da man keine hochdimensionalen Abhängigkeiten machen kann und damit dann im Prinzip alles 2D oder halt im Bild dargestellt werden können muss. Also weil Menschen sind halt einfach gut da drin, Bilder anzugucken und sofort zu verstehen, anstatt Kolonnen an Zahlen. Und das sollte halt auch maximal im dreidimensionalen Raum sein. Genau. Ansonsten bringen KI-Modelle natürlich mehr Komplexität einher, wenn man es auch noch eine Erklärkomponente dazu braucht. Gleichzeitig braucht man dann auch noch eigentlich einen Menschen, der die Erklärbarkeit auch unterstützt bzw. sicherstellt, da das KI-System an sich jetzt nicht weiß, was eine gute Erklärung ist, und es weiß ja auch nicht, ob das es tatsächlich einen kausalen Zusammenhang hat. Deswegen braucht man eigentlich oft Ansätze, in denen der Mensch nochmal drin ist, also so einen genannten Human-in-the-Loop-Ansatz, sodass man das auch einbeziehen kann. Ja, darüber hinaus, was ich jetzt gar nicht eingegangen bin, ist es, was überhaupt gute, verständliche Erklärungen sind, welche Erklärung für welches Modell sinnvoll ist und welche Erklärung für welche Personengruppe. Das würde jetzt heute den Rahmen sprengen. Demzufolge bin ich jetzt am Ende meines Vortrags. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen, Meinungen oder sonst irgendwas gibt, gerne jetzt. Ansonsten auch gerne im Nachgang. Ich bin per E-Mail eigentlich immer super erreichbar. Super. Vielen Dank, Herr Thoma. Das war sehr spannend und ich glaube, oder ich hoffe auch für die Anwesenden auch, neue Einblicke in vielleicht auch die
das widerstreitende Element von Explainable AI. Aber ich kann vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also warum brauchen wir das überhaupt? Was ist eigentlich das Ziel von Explainable AI? Es geht um Vertrauenswürdigkeit. Ne? Also jetzt bei wirklich wichtigen Systemen, ja, geht es darum, ob wir darauf vertrauen können, dass das Ergebnis, das von dem System vorgeschlagen wird, vielleicht über Leben und Tod entscheidet, ne? Jetzt wie bei medizinischen Diagnostiken zum Beispiel. Da geht es dann darum, dass die MedizinerInnen oder die, wer auch immer das System benutzt, darauf vertrauen kann, dass tatsächlich auch gute Vorschläge aus den Systemen kommen. Ne? Also ich glaube, das ist vielleicht nochmal so als Hintergedanke, dass es bei Explainable AI also nicht nur um reines Forschungsinteresse oder Vermittlungsbedarfe geht, sondern schon auch ganz stark um Trust. Ja, also können wir diesem System überhaupt vertrauen und wie haben wir eine Methodik dafür, wie wir das nachvollziehbar machen? So. Ich glaube so, also um den Need von Explainable AI nochmal in den Vordergrund zu stellen. Ansonsten fand ich es jetzt interessant, was Sie gesagt hatten, dass eigentlich die Erklärbarkeit, also je höher der Grad der Erklärbarkeit, desto weniger genau sind die Modelle. Das fand ich interessant. Könnten Sie das nochmal begründen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, also die besten Modelle momentan sind halt tiefe neuronale Netze. Und die sind nicht erklärbar. Weswegen heute auch Industrieunternehmen, die erklärbare Modelle brauchen, sei es wegen Gesetzgeber oder weil sie halt sicherstellen wollen, dass das immer in einem sicheren Bereich bleibt und nicht in irgendeiner Konstellation Blödsinn vorgeschlagen wird, die beschränken sich dann halt auf die Entscheidungsbäume. Also wenn ich keine Einschränkung habe, kann ich natürlich ein besseres System bauen, als wenn ich eine Einschränkung habe, dass ich das auch erklären können muss und für jeden Datenpunkt auch sagen können muss, warum wird es so mit ihm umgegangen. Und ist dieser Ansatz der Erklärbarkeit jetzt, also Sie kommen jetzt ja aus der EntwicklerInnen-Ebene, also aus Forschung und Entwicklung im Prinzip, ist dieser Ansatz der Erklärbarkeit für Sie etwas, was sinnvoll ist auf einer methodischen Ebene oder etwas, was eher stört? Sinnvoll, weil wir brauchen diese Informationen, auch wenn wir Systeme bauen. Also ohne irgendeine Komponente, die einen erklärbaren Output liefert, können wir nie sicher sein, ob es überhaupt das Richtige macht, was das System tun soll. Also das ist eindeutig notwendig, um das System erstmal zu erstellen und dann halt auch zu sehen, ob es richtig arbeitet. Das ist das mit der Datengrundlage. Wenn wir das nicht untersuchen können oder nicht sehen, dass es da eigentlich Blödsinn lernt, dass es irgendwas gelernt hat, was halt in den Trainingsdaten passend war, aber in der Realität keine Rolle spielte. Also gerade auch so mit blauen Helmen, gelben Helmen oder sonstiges, das ist etwas, was wir sonst nicht so einfach erkennen könnten. Ja, es wirkt sehr ressourcenintensiv in der Entwicklung. Ne? Also dass man sich überlegen muss, also man muss erstmal dann überprüfbar machen, sind die Ergebnisse überhaupt gut oder nicht. Und wenn es dann Gründe gibt, wie jetzt bei dem Wolf oder Pferd-Beispiel, warum eigentlich ganz offensichtlich was Falsches erkannt wurde oder falsche Parameter angesetzt wurden, muss man wieder von vorne anfangen. Zumindest neu berechnen. Komplett von vorne vielleicht nicht. Ja. Gibt es Fragen aus dem Publikum oder aus der Runde? Hier? Aus der kleineren Runde. Ja, ich bin natürlich neugierig. Also das macht mich ja so ein bisschen nachdenklich, wenn Sie sagen, dass die Ergebnisse nicht so gut sind über dieses Verfahren, wie die Ergebnisse, die man sonst erzielen kann. Dann frage ich mich immer, was machen wir denn in der Zukunft? Werden wir irgendwann sozusagen unsere Ansprüche reduzieren und haben so viel Erfahrung mit der Technik gemacht, dass wir dem dann stärker vertrauen, auch wenn wir es nicht komplett verstehen? Oder lässt sich an dem Verfahren etwas verändern, sodass wir auch Deep Learning besser nachvollziehen können? Gibt es da eine Perspektive in der Forschung? Ich hoffe, dass die Erklärungssysteme zum einen besser werden oder dass zumindest
die Erklärung schon inhärent im System drin ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man in wirklich sicherheitskritischen Dingen ein System laufen lässt, was man nicht vollständig oder vollständig beherrscht. Also gerade im autonomen Fahren, wenn da jetzt bloß vielleicht das funktioniert, das will, glaube ich, keiner haben. Besser nicht. Oder das gibt dann ja womöglich später noch mehr juristische Probleme, ne, wenn dann die ersten Klagen kommen, so wie das ja manchmal in Filmen schon gemacht wird, wenn dann eine Maschine beispielsweise im Operationssaal eine Entscheidung getroffen hat. Oder wer hat denn jetzt dann Schuld, sozusagen? Der Entwickler, der hat die Maschine einen Fehler gemacht, waren es andere Menschen und so. Und das ist ja was, was wir alle vermeiden wollen, aber wo ich sehr neugierig bin, was die Zukunft da bringen wird. Ja, genau. Also man muss ja auch sagen, wenn es jetzt keine sicherheitskritischen Sachen ist, ist ja eigentlich auch egal, was für ein Algorithmus mir das es vorschlägt, wenn ich schon weiß, auf was, welcher Daten mir das vorschlägt. Wenn mir jetzt ein Streaming-Dienst die passenden Serien für mich vorschlägt, ist es für mich als Nutzer egal, ob ein Entscheidungsbaum oder ein neuronales Netz dahinter ist. Ich weiß, solange ich trotzdem weiß, auf Basis welcher Informationen er das gemacht hat, der Algorithmus. Also wenn ich weiß, er hat jetzt bloß die Informationen von den letzten 10 Filmen, die ich geguckt habe, dann kann ich mir einigermaßen denken, wie er das, sich das zusammenbaut. Ja, solange es einen selbst betrifft, ist das kein Problem. Bei meinen Kindern wundere ich mich manchmal, was der Empfehlungsalgorithmus da als nächstes herauszaubert. Das interessiert die eigentlich nicht so, aber das sind die Dinge, die mich dann eher neugierig machen. Aber ja, es gibt da wahrscheinlich vordergründig sicherheitsrelevantere Systeme und anderes. Okay, vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir weitermachen. Sie hatten ja, also wir haben jetzt ja eigentlich zwei verschiedene Ansätze von Erklärbarkeit auch gesehen. Also einmal für die Entwicklungsebene, die für Forschung und die für die Forschung relevant ist, einmal auch für die Publikumsebene, die vielleicht auch für die KulturakteurInnen hier oder auch Kulturpublikum relevant ist. Haben Sie das? Es sind ja verschiedene Ebenen, ne, der Erklärbarkeit, die damit angesprochen werden. Haben Sie das mit beobachtet oder mit evaluiert, inwiefern genau diese Tiefe der Erklärbarkeit für das Kulturpublikum tatsächlich relevant ist? Also Mehrwerte bietet? Also wir haben es nicht irgendwie empirisch, statistisch signifikant evaluiert. Also wir haben ja im Prinzip zwei unterschiedliche Erklärung hier, was ich auch in dem einen Artification-Beispiel gezeigt habe. Das eine ist ja quasi einen beschreibenden Text, was die KI macht, auf Basis welcher Informationen die arbeitet und so weiter. Was ich nicht gedacht hätte, dass interessant ist, aber die Mitarbeiter bei der Staatsgalerie Stuttgart und auch die andere haben dann doch bestätigt, dass sie gerne wissen würden, was ist da im Hintergrund irgendwie passiert und dass so ein erklärender Text ganz hilfreich sein könnte. Und der andere Punkt ist ja, was ist tatsächlich, warum mein Datum, das ich reingebe, so entschieden werden kann. Das ist das, was ja hier dann mit dem Nutzerdiagramm gemacht wurde oder aber auch das, was jetzt auch mit den neuronalen Netzen, mit diesen Heatmaps gemacht worden wäre. Okay, und vielen Dank. Gerne. Okay, dann gebe ich. Genau, danke nochmal, Herr Thoma, und ich würde abgeben an Tabea. Vielen Dank, Steffen Thoma und Sonja. Das Thema ist unendlich spannend und total komplex. Und jetzt bitte ich Lukas Fuchsgruber zu mir auf die Bühne. Es gibt so Persönlichkeiten, sage ich mal, die ich bislang nur digital kennengelernt habe. Und das gilt auch für Lukas, ich habe dich schon seit Jahren bei Twitter beobachtet und geguckt, was du so machst und so weiter und immer deine klugen Kommentare und so weiter gelesen und Hinweise und freue mich umso mehr, dass ich dich heute hier in Action erleben kann. Du bist Kunsthistoriker an der TU Berlin und ich bin sehr neugierig auf deinen Beitrag. Vielen Dank, sehr nett. Ich freue mich total, dass ich hier dabei sein kann.
Ich habe schon viel gelernt. Ich gebe mal kurz meinen Bildschirm. Ja. So. Also, ja, für den Workshop heute habe ich mir vorgenommen, die Literatur zur KI-Kritik, also wichtige KI-kritische Autorinnen vorzustellen und deren Anregungen, also deren kritische Ideen für den Bereich Museen zu übertragen, also zu schauen, was davon können wir für die Debatten rund um Museen verwenden. Und insbesondere geht es mir dabei um einen besonderen Einsatzbereich von künstlicher Intelligenz in Museen, nämlich Bilder zu erkennen, Bilder einzuordnen, Bilder zu klassifizieren. Also ne, trainierte Algorithmen werden genutzt, um die bestehenden Beschreibungen von Bildern zu erweitern. Also wie geht das? Ein Algorithmus, der auf viele Bilder und viele dazugehörige Beschreibungen trainiert wurde, wird verwendet, um dann die eigene Sammlung neu zu beschreiben, also Motive zu klassifizieren. Dabei werden sowohl irgendwie kontrollierte Vokabulare verwendet, also diese Normdaten, das hatten wir ja vorhin gehört, als auch eben freie Begrifflichkeiten, einfach alles, was die KI so findet. Ich gebe mal ein Beispiel. Also jetzt auf der linken Seite die Museumsdatenbank der Tate Gallery. Wenn jetzt hier in der Datenbank steht, das ist ein Bild von dem Künstler Ford Madox Brown mit dem Titel Mauvais Sujet aus dem Jahr 1863, Wasserfarbe, 23 mal 21 cm groß in der Tate Gallery und gekauft 1917. Dann kann eben ein entsprechend trainierter Algorithmus zusätzliche Informationen erzeugen. Also wir sehen hier eine Person, die schreibt, also wir sehen das ja mit der Feder, und isst einen Apfel, ein roter Ohrring, grüne Kleidung, einen Innenraum. Und dieses Bild, das ich jetzt zeige, das ist ein bisschen lustig, das ist von 2016 und das ist das Pressefoto einer Kooperation von Microsoft mit der Tate und irgendwie ziemlich viel ist da falsch erkannt. Also es sieht so ein bisschen nicht so vielversprechend aus für die Wirksamkeit von künstlicher Intelligenz. Und inzwischen sind die aber sehr viel besser geworden, solche Algorithmen, sehr viel präziser, sagen wir mal. Besser, genau, präziser. Weil sie eben auf immer größere Bestände von so Bildbeschreibungen trainiert werden. Also zum Beispiel Bilder, die auf Wikipedia, also auf diesen riesen Wikipedia-Beständen trainiert sind oder auf Diskussionen auf Social Media, also dass die Sachen, die auf dem Online-Forum Reddit hochgeladen werden, um mal so populäre Quellen zu nennen. Und der von in Museumsprojekten immer wieder auftauchende Algorithmus ImageNet wurde zum Beispiel über ganz viele Kleinstaufträge über die Arbeitsplattform Mechanical Turk von Amazon trainiert, also wo ganz viele Menschen gegen kleine Beträge Bilder beschrieben haben, um einen großen Datensatz zu erzeugen. Und diese Beispiele nenne ich, weil an denen ganz klar wird, dass auf direktem Weg oder über Umwege wie Wikipedia und Reddit diese ganzen Klassifizierungen trotzdem immer noch auf der Arbeit von ganz vielen Menschen basieren. Also ganz viele Menschen haben mal Bilder erkannt und dadurch kann die KI das trainieren und auch versuchen, wie Menschen Bilder zu beschreiben. Und diese Arbeit ist oft irgendwie unsichtbar. Und genau, das ist so ein bisschen so ein Aufhänger von meinem Input, dass wenn wir über soziale Aspekte von KI sprechen, dann geht es halt genau auch um so eine unsichtbare Arbeit. Genau, also obwohl wir immer von KI sprechen, von Algorithmen, die irgendwas tun, vermeintlich sogar denken, also wenn wir jetzt das Intelligenzwort verwenden, dann sind es eben am Ende Menschen, die das Ganze steuern, mit Informationen füttern und nutzen. Genau. Also ich möchte fragen, was für soziale Aspekte können wir beobachten, wenn wir den Blick von der Technik, also sowas wie Bilderkennung und Deep Learning, das, was auf der Oberfläche passiert, so ein bisschen verschieben hin zu den involvierten AkteurInnen auf den unterschiedlichen Ebenen. Genau, also für eine kritische Reflexion darüber, was wir eigentlich machen, wenn wir Kunstgeschichte mit künstlicher Intelligenz machen, ist es eben unerlässlich, diese verschiedene Arbeit sichtbar zu machen.
Also zu fragen, zum Beispiel, wer hat unter welchen Bedingungen welche Bilder beschrieben, deren Beschreibungen wir jetzt nutzen, um neue Beschreibungen zu generieren. Und da gibt es jetzt ein Problem. Das Geschäftsmodell von KI-Unternehmen ist inzwischen, dass wir nicht so genau wissen, was der Datensatz ist und wie das Modell funktioniert. Das hat technische Gründe, nämlich die Kombination von vielen unterschiedlichen Modellen und selbstständiges Lernen von Programmen, aber auch ökonomische, wie Karen Howe am Beispiel von OpenAI gezeigt hat, die als Non-Profit gestartet haben, aber inzwischen unter dem Wettbewerbsdruck immer weniger Informationen über die KIs veröffentlichen, sondern sie eben zu diesen Blackboxen machen, über die wir auch gerade gesprochen haben. Und Tiziana Terranova, eine Pionierin der kritischen Beschreibung von Internetkultur, ein absoluter Lesetipp an dieser Stelle, sie hat darauf hingewiesen, dass es ja eben auch die zentrale Ökonomie von Internetunternehmen ist. Also man hat so eine chaotische Vielstimmigkeit und dann will man die finanziell ausnutzen. Also man hat ganz, ganz viele Daten, ganz viele Beschreibungen und so weiter. Und dazu wird eben die zugrunde liegende Arbeit unsichtbar gemacht, sonst könnten ja alle andere das Gleiche machen und das Ganze wird zu so einer Blackbox. Genau, und mit meinem Input will ich eigentlich einfach nur anregen, als Museen gegen so eine Logik zu arbeiten, also nicht dieser Ökonomie zu folgen, sondern ja, eigene Ideen zu haben und eigenen Maßstäben zu folgen. Genau, und dazu eben diese Literatur, die ich vorstelle. Also gut, aber als erstes, glaube ich, müssen wir darüber reden, wie so eine Arbeit mit einer digitalisierten Sammlung oft abläuft und warum das so gemacht wird, wie es gemacht wird, mit künstlicher Intelligenz. Also bei KI geht es meistens darum, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, sehr viele Daten zu verwenden und ein Modell zu trainieren und dann das Modell auf andere Daten anzuwenden und mehr Daten zu produzieren. Also beim Beispiel Klassifizierung von Bildern wird ausprobiert, ob Motive automatisiert erkannt werden können. Und warum wir das machen, ist, wir haben einfach in Museen sehr, sehr viel Digitalisierung gemacht, also sehr, sehr viele Gemälde wurden abfotografiert, Statuen wurden abfotografiert und jetzt haben wir eine umfangreiche Datenbank, in der Millionen von Objekten sind, die aber sehr wenig beschrieben sind. Das ist ja eben extra Arbeit und diese Arbeit soll versucht werden zu automatisieren. Ein Zitat dazu aus einer Kooperation des Metropolitan Museums mit Microsoft und MIT. Also so ein bisschen dieses Presseerklärungssprech natürlich, aber ich zitiere mal: Our goal was to imagine and develop scalable new ways for global audiences to discover, learn and create with one of the world's foremost art collections through artificial intelligence. Also wir sehen so ein bisschen so die Tragweite von dem, was mit AI, mit KI assoziiert wird, ne? Globale Gemeinschaften, lernen, selber etwas machen, all das soll die KI unterstützen. Genau, solche Projekte wie das, was ich eingangs gezeigt habe, oder auch hier diese Motiverkennung, das kann man durchaus auch kritisch sehen. Denn das ist eine sehr spezifische Aufgabe, Motive in Bildern zu erkennen. Und ein Großteil kunsthistorischer Forschung, und das sage ich jetzt hier als Kunsthistoriker quasi, besteht eigentlich darin, ganz andere Sachen zu tun. Zum Beispiel Textquellen zu analysieren, Beziehungen, soziale Beziehungen zu rekonstruieren, Stil nachzuvollziehen, also künstlerische, stilistische Entscheidungen nachzuvollziehen, hinter denen ja oft auch soziale Beziehungen liegen. Also alles, was man jetzt nicht so auf den ersten Blick einfach mit einer Bilderkennung erkennen kann. Es geht oft darum, gesellschaftliche Kontexte wie Ereignisse oder also historische Ereignisse, die soziale Position von KünstlerInnen und Auftraggeberinnen zu verstehen und eben auch Fragen bei jetzt realistischen Bildern, Fragen der Repräsentation und Machtverhältnisse in Bildern zu verstehen. Also auch wiederum soziale Fragen, wo es darum geht, Verhältnisse zwischen Menschen zu verstehen. Eine digitale Kunsthistorikerin, sage ich mal, die sehr viel Lehre und Theoriebildung in diesem Bereich gemacht hat, ist Miriam Posner. Und sie hat darauf hingewiesen,
hingewiesen, also ein bisschen auf diesen Punkt, den ich gerade auch erzählt habe, wie vielfältig und vielstimmig die Daten und Metadaten sind, die bei so einer kunsthistorischen Arbeit entstehen. Und sie hat das a necessary contradiction genannt, weil Leute in den Geisteswissenschaften oft ein Problem haben, das überhaupt als Daten zu verstehen. Wir haben so diese unsortierten Fotoordner, Word-Dokumente, chaotische Tabellen. Und laut Miriam Posner haben wir deswegen so ein Problem, überhaupt das als Daten anzuerkennen, sondern stattdessen schreiben wir halt so unsere Essays und andere Leute machen Data Science. Ganz im Gegensatz dazu, die großen Unternehmen und Organisationen, die eben zu künstlicher Intelligenz und diesen Bild- und Bildbeschreibungszusammenhängen arbeiten, die haben eben ihre Datenquellen, möglichst dichtes Quellenmaterial, zum Beispiel aus Social-Media-Beiträgen, weil man da oft eben ein Bild und diese Caption drunter hat, also die perfekte Quellenmaterial eigentlich, um diese Zusammenhänge zu haben. Und mit diesem Material, und jetzt kommt so ein bisschen das Problem, arbeiten dann die kunsthistorischen Projekte zu Museumssammlungen. Also wir haben keine eigenen trainierten Datensets, sondern wir nehmen diese trainierten Datensets, die zum Beispiel auf Social Media trainiert sind. Vielleicht an dieser Stelle so schon mal so ein kleiner Vorschlag, wie man mit sowas umgehen kann. Wir hatten gerade schon das Thema Explainable AI, da kann ich, glaube ich, super anknüpfen. Aus dieser Gemengelage, dass es oft ein bisschen unklar ist, auf welcher Arbeit und welchen Datensets Modelle überhaupt basieren, schließt sich so ein bisschen die Forderung an. Das ist auch eingangs ja gesagt worden, die Forderung nach Transparenz. Also bestehende KI-Projekte in Museen sollten die Verwendung von solchen kommerziellen Algorithmen kritisch dokumentieren. Also auf welcher Arbeit basiert das, also auf welcher Kenntnisarbeit, auf welchen Datensets wurden die Algorithmen trainiert, auf welchen industriellen Technologien dann das Projekt eben basiert, also wie werden die Daten verarbeitet und von wem. Und dann eigentlich der wichtigste Punkt, wie schätzen wir eigentlich die Auswirkungen dieser Gegebenheiten auf unsere Forschung ein? Also ist da zum Beispiel dadurch eine Gefahr eines Bias, eine Reproduktion von Diskriminierung oder so weiter gegeben? Und ich sage das, es klingt irgendwie banal und es wird vielleicht oft gesagt, dass es notwendig ist, über diese Dinge nachzudenken, aber die meisten KI-Projekte von Museen, die ich kenne, machen sowas nicht. Also man kommt auf eine Webseite und da wird irgendwie ein großes Netzwerk gezeigt von Sachen, die ähnlich sind aufgrund von irgendeinem Algorithmus. Und dann muss man sich durchwühlen zur Dokumentation und dort wird dann, wenn man Glück hat, irgendwie der Algorithmus genannt. Aber irgendwie eine Folgenabschätzung, was dieser Algorithmus vielleicht für Probleme mit sich bringen könnte, wird nicht gemacht. Sowas sollte einfach prominent in jeder Projektbeschreibung zu finden sein. Aber ich möchte auch ein bisschen mehr Handlungsmacht bei den Museen verorten. Ich denke, Museen können mehr tun. Beim Thema Klassifizierung, also dieser Einordnung von Bildern, geht es mir besonders darum zu betonen, was für unterschiedliche Dinge wir darunter verstehen können. Also statt einfach nur dieses, was ja oft passiert, wenn man mit Technologieunternehmen zu tun hat, eine Vorstellung von mehr ist besser. Also mehr Daten sind mehr Vielfalt, Vielfalt ist gut. Stattdessen müssen wir doch einfach sagen, die bestehenden Klassifizierungen, die jetzt existieren, schon in Museumsdatenbanken, in Museumskatalogen, kritisch zu reflektieren, ist die Voraussetzung für eine Erweiterung von Klassifizierung. Also ich gebe mal Beispiele. Es gibt ja so museale Altlasten, also diskriminierende Sprache, Eurozentrismus, die ganze geschichtliche Last des Beschreibens und Sammelns, also da hängt ja total viel damit zusammen, patriarchale, koloniale, kapitalistische Machtverhältnisse, das spiegelt sich ja in der Sammlungsgeschichte und im Beschreiben wieder. Und wenn wir das jetzt reparieren wollen, dadurch, dass wir einfach eine beliebige, unhinterfragte Vielfalt von riesengroßen Datensystemen verwenden, von nicht einsehbaren, geschlossenen KI-Systemen von großen Unternehmen, dann erweitern wir zwar die Klassifizierung, aber wir reflektieren es halt nicht und verändern es nicht. Die Frage ist, welche Arbeit automatisieren wir eigentlich mit KI?
Ne? Also es heißt, welches Material wird nach welchen Aspekten hin zu Modellen verrechnet und wofür werden die dann eingesetzt? Wie Autorinnen wie Ruha Benjamin gezeigt haben, reproduziert sich in so einer Automatisierung häufig bestehende soziale Ungleichheit. Also ne, rassistische Daten einzusetzen, dann passiert ein rassistischer Prozess. Das Problem ist, die Daten, mit denen KI arbeitet, werden meist ja nicht extra für den Prozess erzeugt. Also ne, es fehlen die Ressourcen, um ganz, ganz viele ganz schlau gemachte Daten zu erzeugen, sondern die werden halt irgendwie aus dem Internet abgegriffen. Und da holt man sich halt ziemlich viel schlimme Sachen mit rein. Das heißt jetzt aber auch für Museumsprojekte, wenn wir historisch geprägte Sammlungen mit solchen beliebigen Modellen und Trainingssets konfrontieren, riskieren wir eben, dass am Ende nicht Vielfalt, sondern Diskriminierung herauskommt. Also soziale Diskriminierung, rassistische Diskriminierung und so weiter. Genau, eine weitere Gefahr, auf die eben Kate Crawford auf der anderen Seite hinweist, ist, dass eben die politische Frage von gesellschaftlicher Vielfalt, also wer wird in einer Gesellschaft gehört, wer wird gesehen, wie werden Leute mit Stereotypen überzogen, dass sowas, der Kampf dagegen, wird durch eine Frage von Datenvarianz ersetzt. Also ein Beispiel, das sie gibt, wäre eben rassistischer Bias von Algorithmen, die auf Hautfarbe trainiert sind und die dann zum Beispiel irgendwie behaupten, dass schwarze Menschen kriminell sind, weil der Datensatz, der ihnen da reingegeben hat, irgendwie gezeigt hat, dass schwarze arme Bevölkerung öfter im Gefängnis landet. Ne? Und so ein Datensatz reproduziert dann eben Rassismen. Wenn der Datensatz also quasi zu weiß ist, dann werden als Korrektur schwarze Menschen hinzugefügt. Das wäre jetzt Datenvarianz. Und sie weist eben darauf hin, dass das nicht das zugrunde liegende Problem löst, dass Leute nach ihrer Hautfarbe klassifiziert werden. Und dann zeigt sie ein weiteres Beispiel, nämlich das Beispiel von Genderidentität, wo die KI eben nicht einfach das den Leuten an der Nase ablesen kann, vermeintlich, sondern man es halt nicht sieht, was die Leute für eine Geschlechtsidentität haben. Und daran zeigt sie, wie problematisch solche automatischen Klassifizierungen sind. Diese Frage hat erstaunlich viel mit Museen zu tun, nämlich bei der Klassifizierung von Menschen in Bildern. Also wie gehen wir mit solchen Problemen um? Und warum sollten wir das überhaupt machen, solche trainierten Menschenerkennungsalgorithmen auf die Klassifizierung von Menschen in Bildern loslassen? Also das sind, denke ich, so die Fragen, die entstehen, wenn wir uns so rassismuskritische Literatur zum Thema KI anschauen und versuchen, das auf Museen zu übertragen. Und ich würde es gerne mit den erwähnten Argumenten von Miriam Posner verbinden zu geisteswissenschaftlichen Daten und einfach sagen, wir brauchen bessere Daten zu gesellschaftlichen Fragestellungen, wenn wir mit KI Klassifizierungen von Kulturerbe vornehmen wollen, die eben nicht in diese Fallen von Reproduktion, von Diskriminierung und Ungerechtigkeit reintappen. Und damit ist eben verbunden eine große Aufgabe, dass die Kunstgeschichte und die Museen die eigene Skepsis gegenüber Datenproduktion ablegen und eigene große Datensätze zu wissenschaftlichen und sozialen Fragestellungen systematisch entwickeln. Und dafür braucht es natürlich Ressourcen. Und jetzt vielleicht zu so einem möglichen Umgang damit. Also ich klappere das mal kurz ab quasi. Museen und Kunstgeschichte könnten quasi ihren Umgang mit künstlicher Intelligenz hinterfragen. Mit wem machen wir KI-Projekte? Welche Datensätze verwenden wir? Und wie können wir Fragen jenseits von so Farb- und Motiverkennungsgeleiteten Fragen verfolgen? Also warum verwenden wir überhaupt KI in Museen? Die Forscherin Ruha Benjamin, die ich gerade zitiert hatte, gezeigt hatte, fordert, Entwurfsprozesse insgesamt zu hinterfragen, also technische Entwurfsprozesse. Und zwar unter dem Maßstab gesellschaftliche Fairness vor technologischer Effizienz. Sie fragt in diesem Zusammenhang auch, do fixes, fix us, also was machen technologische Lösungen eigentlich mit unseren sozialen Problemen? So, sind wir nicht dann viel mehr von den technologischen Lösungen für irgendein Problem wiederum sozial betroffen?
Also welche Auswirkungen haben Automatisierungen von Klassifizierungsprozessen dann wiederum auf sowas wie Wahrnehmung? Also sie gibt als Beispiel, wenn ein Polizist, eine Polizistin durch ein Gebiet läuft und der Computer hat der Person gesagt, Kriminalitätsschwerpunkt, wie wird es das Handeln dieser Person verändern, durch etwas zu laufen, wo der Computer schon gesagt hat, du bist hier in einem Kriminalitätsschwerpunkt. Also wie nimmt man dann seine Umgebung anders wahr? Und das ist auch eine Frage, die wir auf Museen übertragen sollten. Und ich mache hier so ein bisschen so einen Cut, weil ich denke einfach, das ist so ein Forschungsfeld, was sich da ein bisschen eröffnet, wo wir einfach noch viel drüber nachdenken müssen. Weil ich denke wirklich, dass Kunstgeschichte und Museen zur kritischen Erforschung von KI-Algorithmen beitragen können. Also wir sehen immer diese ganzen Wunder der Technik, wo KIs Bilder erkennen und Bilder produzieren und so weiter, aber wir als Bildwissenschaft haben da eigentlich total die Skills und die Werkzeuge, so eine Bildgenese und was sind da für Machtverhältnisse am Werk zu hinterfragen. Also wirklich aus dem Wissen um die Problematik von Klassifizierung in der Kunstgeschichte, ich hatte es genannt, Eurozentrismus und so weiter, sollten wir kritische Methodik entwickeln, um KI zu analysieren und die existierenden Blackboxen kunsthistorisch zu untersuchen. Ich habe den Punkt kritische Analyse. Der große Punkt, mit dem ich eigentlich jetzt gleich ende, ist, eigene alternative KI-Modelle zu trainieren. Dafür fehlt das Geld auf jeden Fall. Das ist wirklich ein Wirtschaftszweig mit hohen Kosten. Mit den mächtigen Technologieunternehmen der Welt können Museen und Kunstgeschichte, also akademische Kunstgeschichte, also eher nicht konkurrieren. Das ist schwer vorstellbar. Ein vielversprechender Ansatz, um diese Sackgasse, so eine gewisse Machtlosigkeit quasi zu verlassen, ist etwas, das nennt sich Data Solidarity. Das ist ein Begriff, den ich aus einem Text von Mercedes Bunz und Fortini Fricchi entnommen habe. Ich lese kurz das Zitat vor. Data solidarity can be defined as the willingness to share data sets and resources with others while acknowledging the invisible processes that take place during the creation, production and sharing of data sets. Visibilizing those processes and their flaws that may result in marginalizations accentuate the need for a collective action that will be based on the values of solidarity. Also das Argument ist quasi, wir kommen da nur gemeinsam raus. Wir müssen mit Betroffenen zusammen andere Wege entwickeln. Wir müssen uns fragen, für wen machen wir Daten und mit wem. Ich komme zum Ende. Wenn wir Klassifizierung in Museen und gerade die automatisierte Klassifizierung hinterfragen wollen, wäre der erste Punkt, sich zu fragen, für wen machen wir das? Wem gilt unsere Solidarität? Es gibt ja eine große Debatte um Museen und Solidarität, um die gesellschaftliche Rolle von Museen, also um die Solidarität mit unterrepräsentierten Personen, mit gesellschaftlich marginalisierten Menschen. Und darauf bezogen wäre zum Beispiel eine digitale Aufgabe, Klassifizierungsmodelle und Datensätze zu trainieren, um genau diese Fragen der Repräsentation und der Unterrepräsentation und so weiter zu bearbeiten. Also es geht darum, man könnte diese Idee der Datensolidarität auf die digitale Praxis von Museen übertragen und sagen, das Wissen von diskriminierten, ausgebeuteten, unterdrückten Menschen in der Geschichte und heute muss dokumentiert werden. Dazu müssen Forschungsschwerpunkte geschaffen werden und bestehende Projekte von WissenschaftlerInnen, die in diesem Bereich arbeiten und auch außerhalb des Wissenschaftssektors tätig sind, zum Beispiel in sozialen Bewegungen, müssen unterstützt werden. Das wäre eben ein praktischer Ansatz, um sowas wie eine Datensolidarität zu machen, statt eben diese Frage der Vielfalt zu entpolitisieren durch eine Datenvarianz. Okay, ich denke, ich mache hier mal Stopp und freue mich total auf eine Diskussion, Rückfragen und gleich setzen wir uns ja auch nochmal zusammen. Wunderbar, ich danke dir. Das war total spannend und ich habe mir schon 1000 Sachen aufgeschrieben. Ich finde den Gedanken total gut, Museen, beziehungsweise wenn man es allgemeiner zieht, Kultureinrichtungen Macht zurückzugeben oder ihnen empfehlen, diese Macht über die Daten auch selber zu nutzen. Ich finde den Gedanken extrem spannend, darauf hinzuweisen, dass
vortrainierte Netze natürlich Schwächen haben. Das müssen wir unbedingt im Blick behalten. Was mich schon eine Weile umtreibt, ist, dass wir auch in der Kultur viel stärker miteinander sprechen und auch unsere Ergebnisse und Prozesse teilen sollten, weil wie viele Museen jetzt gerade an dem Tagging von Bildmaterial arbeiten und dann auch die große Bilddatenbank in Berlin und alle arbeiten an ähnlichen Fragestellungen. Aber das zusammenzuschmeißen, das würde genau das machen, was du gerade angesprochen hast, nämlich durch dieses Datenteilen hat man dann doch eben irgendwo eine Stimme und kann sich viel besser auch präsentieren oder hat eine stärkere Lobby. Das finde ich ein extrem interessanter Gedanke. Ressourcen sind natürlich immer ein Problem, in der Kultur notorisch. Aber das, da bejammern wir uns ja auch alle gegenseitig. Also da wäre dann auch die Zusammenarbeit eine Lösung. Hast du schon mal von eigenen Alternativen oder von Entwicklungen von eigenen Netzen gehört? Oder macht ihr da an der TU Berlin was in die Richtung? Von eigenen Netzen. Also ich war selber an dem Projekt beteiligt, das hieß COACI, Community Oriented Archiving Interface. Da ging es eben darum, dass es ja auch eine Hürde sein kann, semantische Daten zum Beispiel zu erzeugen. Also so diese vernetzten Daten, die genutzt werden können, um so Modelle zu trainieren. Und wir hatten einfach versucht, so ein kleines Interface zu machen, dass das auf die einfachste Variante dessen runterbricht, nämlich einfach nur zwei Elemente, die eine Verbindung haben. Und dann kann man einfach, also ein Interface mit drei Feldern, und dann kann man einfach alles, was man miteinander verbunden sieht, eingeben und diese Netzwerke ganz frei wachsen lassen und so strukturierte Daten gemeinsam schreiben. Das wäre sogar mein eigener Ansatz so für eine alternative Datenproduktion, weil ich glaube, es geht halt oft auch darum, Hürden abzubauen, so weg von diesem SpezialistInnentum, dass es irgendwie so ganz, ganz Hightech wäre und man das gar nicht selbst machen kann, sondern ich denke, Wikipedia und Wikidata sind so die wichtigsten Beispiele in dem Bereich, die einfach zeigen, technisch können es alle machen. Die Hürden sind andere, die Hürden sind quasi soziale, der Ausschluss funktioniert anders. Auf Wikidata und Wikipedia darf einfach jeder einfach mitschreiben. Genau, das sind so die hoffnungsvollen Projekte und da müssen wir schauen, dass wir da mehr Zugang dazu schaffen. Ja, absolut richtig. Da wäre jetzt natürlich total interessant, auch mit Mara Meyer zum Beispiel von Dataport zu sprechen. Die musste leider früher weg, hat sich im Chat vorhin verabschiedet, aber das sollten wir bei anderer Gelegenheit unbedingt fortsetzen. Jetzt gerade ist ja die Ankündigung auch für die Curator-Tagung im September aufgepoppt mit einem Call for Papers und so. Da sollten wir uns dann nochmal abstimmen und gemeinsam unsere Stimme erheben. Und in diesem Sinne würde ich jetzt einfach mal die Diskussion öffnen und all die anderen Podiumsgäste willkommen heißen auf dem Podium und eine freie Diskussion wollen wir damit befördern, dass wir jetzt die Aufzeichnung pausieren. Sonja, kannst du irgendwie das zusammenfassen, was wir heute hier diskutiert und erlebt haben? Wahrscheinlich ist das schwierig. Ich kann es ja mal versuchen. Also wir hatten heute eine spannende Veranstaltung zum Thema Datenethik in der Kultur und haben uns das aus verschiedenen Perspektiven und Kultursparten angeschaut. Also wir hatten ein Beispiel aus dem Theater, wir hatten ein Beispiel aus Bibliotheken, wir haben aus der NGO-Ecke durch Algorithm Watch ein Regulierungs- und Kritikbeispiel gehört. Wir haben einen Einblick aus der Forschung und Entwicklung bekommen vom FZI in Karlsruhe und einen Beitrag aus der kunsthistorischen Forschung, wo es vor allem auch darum ging zu schauen, welche kritischen Ansätze brauchen wir eigentlich in der KI-Entwicklung, wenn es um Klassifizierung geht. Also das ist vielleicht mal ganz grob. Und insgesamt haben wir, glaube ich, sehr viele wichtige Kernthemen angesprochen,
die wir brauchen, wenn wir danach fragen, welche ethischen Rahmenbedingungen wir beachten sollen, wollen, können, müssen bei der Entwicklung von KI-Projekten in der Kultur. Wir haben über Themen wie Überprüfbarkeit, Transparenz, Erklärbarkeit, viel, viel über Offenheit gesprochen. Leider gar nicht so viel über das Thema Agency. Das hat mir noch gefehlt. Also die Frage, welche Agency geben wir Maschinen oder schreiben wir ihnen zu oder nehmen wir auch selber? Also wie ist auch das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine? Das wäre noch was ich als ethisches Thema wichtig und spannend fände. Aber ich glaube, wir haben heute sehr viele Themen zumindest angesprochen und sehr viele Fragen gesammelt und sind damit ja vielleicht der Suche nach Reflexionskompetenz einerseits und nach Ethik für Kulturdaten in der KI-Entwicklung ein bisschen näher gekommen. Wer weiß. Jedenfalls vielen Dank an alle ReferentInnen. Und ich darf einerseits verweisen auf eine sehr spannende Veranstaltung in Kiel kommende Woche am 18.05. Da wird es gehen um Datenanalyse und KI in der kulturellen Infrastruktur. Da gibt es ein Forum und eine Podiumsdiskussion, auch als Livestream. Und den Streaming-Link, den poste ich einmal in den Chat. Das ist eine Sache, auf die wir uns schon freuen. Und andererseits darf ich verweisen oder einladen oder zumindest schon mal vormerken, dass wir im Rahmen des KI-Netzwerks eine Tagung zu Kulturen der KI planen im Badischen Landesmuseum, im Museum X, gemeinsam auch mit Linkmaster und Tabea Golgat. Und würde dann an dich übergeben, Tabea. Was steht bei dir noch an? Ja, ich habe auch noch zwei, drei kleine Ankündigungen. Und zwar, wollen ja alle über den Tellerrand hinausschauen und auch sozusagen das, was wir in der Kultur machen, auch in der Welt bekannt machen. Und wir haben die Gelegenheit, KI-Kulturprojekte auf der Hannover Messe zu präsentieren, haben mehrere Ausstellungsstücke und werden am Nachmittag des 31.05. eine Veranstaltung zu Artistic Intelligence machen, wo wir ein Spektrum zeigen, was für Projekte jetzt gerade laufen. Dort gibt es auch einen Livestream, in dem man sich einschalten kann und sogar eine Simultanübersetzung, wenn man das braucht. Also das dazu. Und dann haben wir immer noch den Auftrag und nehmen ihn sehr ernst und arbeiten im Hintergrund fleißig daran, eine Plattform zu bauen, um all die AkteurInnen miteinander zu vernetzen, die im Kulturbereich an KI arbeiten, auf Ressourcen, Medieninhalte hinzuweisen, Veranstaltungen publik zu machen und auch die Zusammenarbeit zu erleichtern. Die Plattform Creaitics wird hoffentlich, so Gott will und wir alle leben und so weiter, was man so Schönes sagen kann, Mitte Juni online gehen. Ich halte euch gerne auf dem Laufenden. Und dann bleibt mir nur noch Dank zu sagen, einmal an unseren großartigen technischen Support, Jana Hohlweg, die uns jetzt bei den vergangenen 8 Veranstaltungen großartig unterstützt hat. Über ein Jahr schon ist es so. Und auch an Sonja Thiel, mein herzlicher Dank für die Zusammenarbeit in der Vorbereitung und die Moderation. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch an das Publikum da draußen, die entweder heute live dabei oder später dann in unserer Mediathek die Inhalte anschauen. Für euch haben wir das Ganze gemacht, um die Sparten zu beleuchten und zu gucken, wo wird wie mit KI gearbeitet und was brauchen wir alles noch an Kompetenzen für die Zukunft, um weiterzulernen. Und in der Kultur ist es leider wie in Wirtschaft und Wissenschaft. Man bleibt doch meistens in der eigenen Sparte, aber es ist unheimlich interessant und sehr bereichernd, da auch mal rechts und links zu gucken, was denn die anderen so machen. Also schaut gerne in unsere Mediathek, klickt euch durch die Videos und dieses Video von heute wird dann nächste Woche auch online gehen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart und noch einen schönen Abend. Tschüss!